So, jetzt ist es 19 Uhr und ich darf euch herzlich willkommen heißen zu unserem Natural Dogmanship Freischnauzerabend. Ich bin Sarah und ich werde heute Abend moderieren. Und bevor wir starten, erkläre ich euch ein paar Dinge zum Ablauf und zur Technik. Ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen, uns auf unseren Social Media Kanälen zu folgen. Das sind Facebook, Instagram und YouTube. Auf Facebook haben wir eine Seite, die heißt Natural Dogmanship Zentrale. Da wird das Video im Moment auch live gestreamt. Also vielleicht sind ja auf Facebook auch ein paar Leute dabei. Das ist leider immer etwas zeitverzögert. Deswegen haben wir auch beschlossen, dass die Fragen nur über Zoom eingereicht werden können, weil das sonst immer so hin und her geht und wir einfach nicht mehr zeitgleich sind. Und wir haben auf Facebook auch eine Facebook-Gruppe, die heißt Natural Dogmanship Fragen, Erfahrungen und Austausch. Und auch da seid ihr natürlich herzlich willkommen, dabei zu sein, Fragen zu stellen und euch auszutauschen. Genau, zur Technik. Also, ihr seht, wenn ihr bei Zoom seid, mich im Moment in einem kleinen Fenster und die Folien in einem großen Fenster. Ihr könnt an, das ist so eine Leiste, wenn ihr am Laptop oder am Computer seid, die könnt ihr selber verschieben und dadurch könnt ihr regeln, wie groß ihr die Folien und wie groß ihr mich seht. Tatsächlich ist es für heute aber gar nicht so relevant, weil wir ja gar keinen vorbereiteten Vortrag haben, sondern weil dieser Abend von euren Fragen bestimmt wird. Es ist so, dass ihr mich im Moment gut sehen und hören können solltet. Das haben wir gerade im Technik-Check schon einmal geklärt. Thorsten und Jan schalten sich dann gleich auch dazu und ihr könnt aber euch nicht freischalten per Bild oder per Ton. Ihr braucht also auch keine Sorge haben, dass wir euch dann plötzlich sehen können oder so. Sondern ihr könnt eure Fragen einreichen, indem ihr unten bei Zoom gibt es eine Leiste, in die F&A-Funktion schreibt. Das steht für Frage und Antwort und da können all eure inhaltlichen Fragen rein. Ich lese die dann während des Abends, ich sortiere die schon mal so ein bisschen in Kategorien und dann stelle ich die stellvertretend für euch. Und dann gibt es unten in dieser Leiste noch den Button Chat. Der ist dafür da, wenn ihr technische Fragen habt. Wenn irgendwas nicht funktioniert oder so, dann könnt ihr da reinschreiben. Auch das lese ich und stehe euch da mit Rat und Tat zur Seite. Genau. Der ganze Abend wird aufgezeichnet. Der ist ja gratis. Das heißt, im Moment streamen wir live auf Facebook und wir sind live auf Zoom. Und das Ganze wird aufgezeichnet und wird dann später auch bei YouTube veröffentlicht, sodass ihr auch später nochmal reinschauen könnt. Genau, es ist ein bisschen kürzerer Abend, als ihr das von unseren normalen Webinaren kennt. Die gehen immer 3 Stunden. Heute Abend machen wir so ungefähr 1,5 Stunden. Gucken wir mal, wie viele Fragen von euch zusammenkommen. Das heißt, es wird in der Mitte auch keine Pause geben, sondern wir machen das so in einem Rutsch durch. Okay, so viel dazu. Dann erkläre ich euch ein bisschen was. Vorher sage ich noch eine Sache. Genau, ich hatte gerade schon die Webinare erwähnt und wir haben gerade heute eine Rabattaktion, wo es alle Webinare in unserer Online-Bibliothek, das heißt alle Webinare, die bis heute stattgefunden haben, in den letzten 2,5 Jahren mittlerweile schon, auf all diese Webinare gibt es 10% Rabatt. Und zwar nur noch heute. Das heißt, wenn ihr heute Abend Fragen stellt und denkt, ah, die Antwort war interessant, aber da würde ich gerne noch tiefer Bescheid wissen, dann könnt ihr heute Abend noch in unserer Online-Bibliothek mit 10% Rabatt buchen. Genau, das alles zeige ich euch am Ende des Abends auch nochmal. Ihr findet das unter webvorträge.natural-dogmanship.de. Zeige ich euch aber nachher nochmal. Jetzt starten wir erstmal mit diesem Abend. Zum Ablauf. Natural Dogmanship Freie Schnauze bedeutet, dass es eben keinen vorbereiteten Vortrag gibt, sondern dass dieser Abend komplett dadurch bestimmt wird, was ihr für Fragen schreibt, und zwar bei Zoom in die F&A-Funktion. Da könnt ihr rund ums Thema Hundeerziehung Fragen stellen. Ich lese die, wähle so ein paar Fragen davon aus. Ich versuche, die so ein bisschen in Kategorien zu sortieren, aber von den Fragen, die jetzt im Vorhinein eingegangen sind, war die Bandbreite tatsächlich so groß, dass ich gar keine festen Kategorien festgemacht habe heute, sondern wir so ein bisschen gucken, wie sich der Abend entwickelt und dann auch so kleinere Fragen nehmen, die jetzt keine große Kategorie bilden. Das ist ja gerade eigentlich auch das Spannende an diesem Format, dass auch für kleine Fragen hier mal gut Platz ist. Genau, und Thorsten und Jan bekommen dann 5 Minuten Zeit pro Frage, um auf den Punkt zu antworten. Da das für die beiden eine kleine Herausforderung ist, wobei sie sich die letzten Male echt gut geschlagen haben, gibt es auch einen Timer eingeblendet. Da laufen dann 5 Minuten immer runter und die beiden müssen sich echt kurz fassen, damit wir für viele Fragen Zeit haben und damit das hier kein eigenes Webinar wird, sondern wirklich ja, so ein kleiner Ansatzpunkt mal, um Fragen stellen zu können.
Wichtig ist, es gibt natürlich viele Fragen, die eingereicht wurden und ihr vergrößert eure Chancen, dass eure Frage drankommt, wenn ihr schafft, die möglichst prägnant zu formulieren. Das heißt, wenn ihr schreibt, was euer Hund für eine Vorgeschichte hat, was die konkrete Konstellation zu Hause ist, welcher Hund wie, mit welchem Hund und wie alt ist der und wie verhält sich das alles, dann werden wir nicht die Chance haben, die Frage heute Abend zu beantworten, weil das ein eigenes Anamnesegespräch wäre und weil das auch für die anderen dann nicht mehr so relevant ist. Schließlich geht es dann um diesen ganz individuellen Fall. Das heißt, umso knapper ihr die Frage formulieren könnt in 1 bis 3 Sätzen und umso allgemeingültiger, umso größer ist die Chance, dass die Frage drankommt und Thorsten und Jan beantworten die Frage dann auch auf Metaebene. Das heißt, um wirklich euch individuell eine Antwort geben zu können, was genau in eurem Fall dann notwendig wäre, müssten die beiden ja wirklich ein Anamnesegespräch machen. Das heißt, noch viel mehr Fragen stellen über eure Situation, damit sie euch auch wirklich konkrete Tipps geben können. Deswegen heben die beiden das Thema auf Metaebene und beantworten das so allgemein, dass jeder irgendwie auch von den Fragen der anderen noch was mitnehmen kann. Genau, soweit so gut. Wir starten immer mit ein paar persönlichen Fragen an Thorsten und Jan. Das ist so eine kleine Tradition geworden, um die beiden ein bisschen besser kennenzulernen. Wir hatten also schon Fragen wie, was ist eure Lieblingshunderasse? Was für ein Hund wärt ihr, wenn ihr eine Hunderasse wärt? Was war euer schwierigster Kundenfall? Was war euer witzigstes Erlebnis mit Hunden? All solche Fragen könnt ihr jetzt schon mal in die F&A-Funktion schreiben und dann starten wir gleich damit. In der Zwischenzeit erzähle ich euch noch ein kleines bisschen was über die beiden. Thorsten Grimm ist Hundeerziehungsberater und Natural Dogmanship Instructor, hat also bei Jan die Ausbildung gemacht. Seine Hundeschule heißt Mensch-Hund aktiv, mit der ist er im Westerwald tätig und auch online, soweit ich weiß. Und er ist außerdem Referent und Dozent in der Fachausbildung zum Hundeerziehungsberater bzw. zur Hundeerziehungsberaterin. Und Jan Neibe, er ist der Entwickler von Natural Dogmanship. Er hat viele Bücher geschrieben über Natural Dogmanship und Hundeerziehung und er ist der Leiter des Instituts für Hundeerziehungsberatung. Das ist also das Institut, das auch die Ausbildung zum Hundeerziehungsberater bzw. zur Beraterin anbietet und er ist außerdem Sachverständiger und Berater. Soweit, so gut. Das war's zum Ablauf. Ich gucke mal, es sind schon super viele Fragen eingegangen. Okay, dann muss ich gleich mal schauen, welche wieder auswählen. Ich würde vorschlagen, ich schließe erstmal die Folien und Jan und Thorsten, ihr könnt euch ja mal genau freischalten. Perfekt. Guten Abend, alle. Hallo. Sehr gut. Okay, die ersten Fragen haben wir immer noch, also die Fragen haben wir immer noch ohne Zeitvorgabe gemacht, aber natürlich müsst ihr euch trotzdem kurz halten. Ich gucke mal, was wir hier für persönliche Fragen haben. Das sind schon inhaltliche Fragen. Okay. Ich glaube, ich hab ein bisschen was ausgewählt. Wir starten mal mit der Frage. Habt ihr lieber einen Hund oder lieber einen Rudel? Und warum? Ja, ich fange mal an. Ich habe also schon lange mehrere Hunde. So hat es bei mir fast schon angefangen. Das heißt, ich war eigentlich nur ein Jahr nur mit einem Hund in der Familie. Und danach kamen immer wieder Hunde dazu. Und ich finde es besonders spannend, weil man kann zum einen die Dynamik zwischen den Hunden gut beobachten. Und die geben auch viel Rückschluss auf das eigene Handeln. Das heißt, man könnte auch daraus viel lernen. Das ist eigentlich ein Hauptargument auch, was es interessant macht. Aber es gibt natürlich auch noch andere Punkte, nämlich Hunde sind nie alleine. Ja, und das kann für den einen Hund natürlich ein Vorteil sein, für den anderen vielleicht nicht, weil es gibt auch Hunde, die leben echt lieber alleine. Ohne zweiten Hund, aber das ist nicht meine Erfahrung mit meinen Hunden. Das heißt, Hunde profitieren da auch voneinander. Und es gibt dann auch noch einen Grund, wenn man mit Hunden beschäftigt ist, dann merkt man, die haben unterschiedliche Fähigkeiten und unterschiedliche Bedürfnisse. Und das kann sich durchaus auch ergänzen. Das heißt, es muss nicht zwangsläufig sein, dass man 3 Border Collie hat oder 3 Golden Retriever, also von einer Rasse. Sondern es kann sogar gut ergänzend sein, wenn man aus verschiedenen Rassegruppen Hunde hat. Und das kann für das gemeinsame Tun sehr viel erfolgreicher sein auch. Wäre jetzt zu viel tief einzugehen, weil Sarah hat gesagt, wir haben nicht so viel Zeit. Ja.
Aber das sind ein paar Hunde und ich möchte eigentlich gar nicht nur mit einem Hund leben, aus bestimmten Vorteilen heraus würde ich möglicherweise anstreben, immer mehr zu haben. Bei mir ist es ähnlich. Also ich bin eigentlich grundsätzlich immer mehr Hundehalter gewesen, schon quasi fast von Anfang an. Habe Leonberger gezüchtet und ich finde es absolut lehrreich, wenn man sich interessiert für Hunde, auch die Hunde untereinander zu sehen und tatsächlich natürlich diese Wechselwirkung mit Hund auf Mensch. Ein Teil dieser Gruppe zu sein, ist eine schöne Sache, aber auch von der Gruppe zu lernen, ist eine super schöne Sache, weil ich sag mal, Fachausbildung hin und her, das meiste über Hunde lernt man von diesen Hunden. Und indem man die Augen auf hat und indem man versucht, sich in diese Welt hineinzusetzen und das mit den Hunden zu teilen. Du kennst ja meine Hunde, die ich damals hatte. Ich kam zu Jan, da hatte ich 3 Hunde. Und wenn ich diese 3 Hunde nicht gehabt hätte, dann würde ich überhaupt so gar nicht hier sitzen. Das bedeutet, die Konstellation mit all den Themen, die da aufgaben, sind verantwortlich, dass sich mein Leben geändert hat. Ja. Also ich wäre heute vermutlich kein Hundeerziehungsberater. Also die haben mir gut auf den Weg geholfen, finde ich. So ist das. Es gibt meistens bei mehr Hunde auch mehr Probleme. Eigentlich ist es typisch etwa für Menschen, die sagen, ja, ich möchte mein Gehirn nicht einschlafen lassen, sondern ich möchte aktiv sein und mich da weiterentwickeln. Und dann ist mehr Hundehaltung eine echte schöne Herausforderung. Okay, sehr schön. Ihr habt schon ein bisschen mit angeschnitten, was jetzt die zweite Frage ist. Und zwar fragt hier jemand, warum habt ihr euch für diesen Weg entschieden, mit Hunden zu arbeiten, also überhaupt mit Hunden zu arbeiten und speziell diesen Weg ND zu machen? Und stößt man da auch auf Gegenwind? Oh ja, da kann ich mal anfangen. Das muss man wohl sagen. In der Anfangsphase war das sehr wohl der Fall, dass da viel Gegenwind war. Dass dieser Wind langsam weg, eigentlich schade, weil ich liebe den Diskurs, ich liebe auch Diskussion. Aber ich finde es andererseits auch gut. Also es wird von verschiedenen Seiten doch einiges von das, was ich entwickelt habe, quasi integriert. Und das ist eine positive Sache, finde ich. Und ich bin auf diesen Weg gekommen, per Zufall, weil eben es ein Problem gab mit einem Hund auf dem Hundeplatz, wo ich Hundetrainer war, wo dann bei mir auf einmal wie ein Blitz kam. Ja, aber durch das Gespräch mit dem Blitzer habe ich eigentlich verstanden, warum der Hund diese Aggression zeigt. Ich habe damals im pädagogischen Bereich gearbeitet mit jugendlichen Straftätern, auch fertig gewordenen Jugendlichen. Und da macht man eigentlich auch eine Anamnese, woher kommt dieses Verhalten und versucht tatsächlich diese Jugendlichen auch zu verstehen. Und das gab es damals noch nicht so diesbezüglich, wenn man Richtung Hund gedacht hat. Und das ist eigentlich ein Ursprung gewesen. Und dann kamen natürlich Faktoren dazu von Environment und Behavior Enrichment, die integriert worden sind, also Pädagogik und auch die Biologie quasi miteinander Hand in Hand, hat dazu geführt, dass ich auf diesem Weg bin. Und ich bin ja jetzt super froh, dass ich diesen Gegenwind auch hatte. Es hat mich gestärkt, es hat mir stur wie ein Ochsen gemacht in diesem Sinne. Und ja, festhalten an Prinzipien ist zum wesentlichen Punkt. Man kann schwach werden und dann umgeweht werden. Das ist mir nicht passiert. Ich finde Prinzipien in der Hunderziehung ein absolut wesentlicher Punkt und deswegen froh, da dran geblieben zu sein. Ja, ich habe eigentlich davon profitiert, obwohl noch in der Anfangsphase. Du warst noch gar nicht so lange damit beschäftigt, weil ich habe zum ersten Mal jemanden vor mir gehabt mit Jan, der mir erklärt hat, warum meine Hunde so sind, wie sie sind und mit welcher Denkweise man eigentlich da auch den Hunden helfen konnte in ihrem Problem. Und das war auch der Unterschied zu dem, was ich vorher hatte. Da ging es immer darum, wie kann mein Wunsch erfüllt sein, endlich mal das Verhalten, was ich nicht haben wollte, wegzukriegen. Sondern hier waren die Hunde mit. Und das war auch das Erste, was mir so
deshalb logisch erschien. Und so bin ich auf den Weg gekommen. Du warst übrigens der Erste damals auch, der gesagt hat, meine Anna müsste nicht eingeschläfert werden. Ein junger, traumatisierter Hund. Und so bin ich eigentlich auf den Weg gekommen. Und was mir gefällt, dass die Natur des Hundes als Potenzial einbezogen wird in die Erziehung und nicht Teile davon als Last gesehen werden. Und das hat meinem Bauchgefühl doch sehr viel besser getan, also sehr viel mehr zugestimmt. Und deshalb bin ich dadurch auf den Weg gekommen und bis heute schätze ich genau das am allermeisten daran. Okay, vielen Dank. Das war ja schon mal ganz spannend. Jetzt kamen viele Fragen zu denen, die ich am Anfang gestellt hatte. Was ist euer Lieblingshund? Was habt ihr für Hunde und so weiter? Das sind Fragen, die wir schon beantwortet haben. Und zwar in den vergangenen ND-Frauschnauzer-Abenden. Und die gibt es ja auch größtenteils noch kostenlos verfügbar auf YouTube. Das heißt, da könnt ihr einfach mal bei YouTube reinschauen. Natural Dogmanship Zentrale direkt, Natural Dogmanship heißt das, glaube ich, genau. Direkt abonnieren und dann könnt ihr mal gucken unter Freie Schnauze und da findet ihr immer am Anfang des Videos auch diese Fragen und dann die Antworten darauf. Das Video holen wir jetzt nicht nochmal, das könnt ihr einfach nachschauen. Okay, es gehen super viele, mega viele Fragen ein und ich habe ja schon eine ganze Liste mit Fragen, die vorher eingegangen sind. Also entschuldigt, wenn ich immer so ein bisschen sehr konzentriert in die Kamera gucke, das liegt daran, dass ich lese und versuche auszuwählen, was die nächste Frage sein wird. Okay, dann starten wir jetzt mit der ersten inhaltlichen Frage, das heißt, dieses Mal gibt es einen Timer und was sagt ihr zu der Adoption eines Tierschutzhundes? Da fange ich mal an. Adoption von Tierschutzhund ist ein, finde ich, sehr positive Sache, weil eigentlich hat jeder Hund verständnisvolle Menschen verdient. Und es ist wichtig natürlich, einem Tierschutzhund eine echte, reelle Chance zu geben. Und das bedeutet, dass man sich darauf einstellen muss, dass ein Hund einen eigene Biografie hatte, die zum Teil dann auch unbekannt ist. Und das bedeutet, dass es in so einer Situation extra wichtig ist, wirklich Verständnis für den Hund zu haben einerseits und andererseits tatsächlich auch nicht die Tendenz zu haben, alles, was der Hund vielleicht bis dato nicht hatte, auf Anhieb alles zu kompensieren, sondern eigentlich den Hund dort abzuholen, wo er sich befindet und dann zu gucken, wie kann man eine Beziehung zu diesem Hund adäquat aufbauen. Und wie kann man vorbeugen, wenn man zum Beispiel ihn überschüttet mit Aufmerksamkeit, leidet das dazu sehr oft, dass der Hund früher oder später doch nicht mehr so zu handhaben ist. Und das wäre schade. Deswegen sage ich auch, es ist wichtig, einen guten Start zu haben, sich gut vorzubereiten. Es ist zu hoffen, dass in Tierheimen ständig mehr Fachwissen da ist, um Menschen adäquat auf dem Weg zu helfen mit einem Tierschutzhund. Also ich finde, das ist eine sehr positive Sache. Und ja, was das angeht, bin ich allerdings auch sehr kritisch, wenn es darum geht. Hunde, das ist ja ein Phänomen, was ständig mehr passiert, von der Straße quasi zu helfen, zu einem besseren Leben zu verhelfen. Und eigentlich ist es so, dass viele Hunde auf der Straße ein echtes Hundeleben haben und dann auf einmal zwischen vier Wände leben müssen. Und das kann ein Horror sein. Also da sehe ich sowohl das Positive, aber auch Gefahr. Genau, es besteht natürlich die Gefahr, dass man nicht weiß, was man kriegt und dass der Hund möglicherweise auch, wenn man das nicht gut vorbereitet, fehlplatziert wird. Das heißt, nicht zu den Bedingungen wohnt, die er möglicherweise braucht. Aber Aufnahme von einem Tierschutzhund hat auch noch einen anderen besonderen Reiz. Weil es landen meistens Tiere im Tierheim, die keinen Menschen hatten, der irgendwie adäquat den Hund versorgen konnte und auch adäquat jemand sein konnte, wo der Hund die Bedingungen vorfindet, die er braucht. Und wenn ich sofort gut vorbereitet auf eine andere Weise vorgehe, dann hat das meist bei vielen Hunden so einen Aha-Effekt, wo Hunde sofort denken, ach, so Menschen gibt es auch. Ja. Das ist ja interessant. Ja, und sich besonders wohlfühlen da. Deshalb muss es gut vorbereitet sein, dass der Hund nicht eigentlich von einem schlechten Platz in den nächsten, für ihn nicht so günstigsten Platz kommt. Ja, und aber das ist eine Riesenchance, wenn man da sofort das Richtige tut, dass der Hund auch, dass man so einen Stein im Brett hat beim Hund und der Hund auch gerne da bleibt und sich hören lässt. Ja, also kann ich nur bestätigen, quasi. Der erste Anfang, ja, ein guter Start ist selber Miete, sagen. Und der erste Anfang ist außerordentlich wichtig hier.
Und das sollte, finde ich, adäquat begleitet werden durch ein gutes Tierheim, so ein erster Start. Wo achtet man besonders drauf? Was tut man besser? Nichts vor allem auch. Ja? Und wenn man das gut handhabt und eigentlich auch freundlich, aber konsequent ist, ja, wohlwollend konsequent und Verständnis haben für, warum zeigt dieser Hund dieses Verhalten möglicherweise und jedenfalls sich die Mühe machen, woher kommt dieses Verhalten und was kann ich dem Hund diesbezüglich bieten? Nichts, genau was du gesagt hast schon vorher, nichts abstellen oder das Verhalten gefällt mir nicht. Der Hund kommt mit seiner gesamten Bagage und ein wesentlicher Punkt ist, Hunde, die sich nicht akzeptiert fühlen, machen Probleme. Hunde, die sich akzeptiert fühlen, die fangen an, sich zu orientieren, auch an neue Sozialpartner. Und das bedeutet, das ist das Allerwichtigste, was man tun kann, dass man dem Hund das Gefühl gibt, dass man ihn akzeptiert, auch wenn er ein paar Macken hat, die einem vielleicht nicht so gefallen. Ja. Na, dann sind wir doch. 30 Sekunden. Ja, 5 Minuten. Ja. Ich fürchte, wenn ich euch die 30 Sekunden noch gebe, dann fällt euch in der Zwischenzeit dann doch noch mal was ein, wo ihr meistens. Okay, ich würde gerne eine Zwischenfrage noch mal ans Publikum stellen, was mir so ein bisschen bei der Einschätzung helfen würde. Schreibt doch gerne mal in den Chat, ob ihr schon so richtig ND erfahren seid, eingefleischte NDler, die schon unsere halbe Online-Bibliothek durchgeguckt haben und sich richtig auskennen. Oder seid ihr total frisch im Thema und irgendwie hört ihr gerade zum ersten Mal von ND? Das würde mich total interessieren, weil dann kann ich so ein bisschen einschätzen auch, wie, oder ihr beide könnt auch besser einschätzen, wie weit wollt ihr ausholen und Dinge noch erklären. Genau, hier lese ich gerade schon mal Nein frisch dabei, das heißt, da müsst ihr ohnehin weit ausholen, damit alles genau. Okay, wir machen schon eine Weile ND, ob wir Profis sind, keine Ahnung. Seit dem ersten Hund, ich habe fast alle Seminare gesehen, mache gerade die HEP-Ausbildung, alter Hase. Ah, okay, frisch dabei. Also eine bunte Mischung, würde ich mal sagen. Gut, versuchen wir das in den Fragen dann nachher auch wieder zu spiegeln. Ja. Nächste Frage wäre, Hund bellt im Freilauf suspekt vorkommende Dinge an, auch Menschen zum Beispiel. Was kann ich tun? 5 Minuten. Jetzt. Laufen. Soll ich? Ja. Bellen ist eine Sache, die immer Stress, ein Ausdruck von Stress ist. Das kann positiver Stress sein, auch negativer Stress sein. Auch ein positiver Faktor kann dazu führen, dass man bellt. Beispielsweise, wenn er einen Bekannten sieht und nicht dorthin kommen kann, dann ist das eine positive Erwartung und die Blockade ist etwas Frust. Ja? Aber das Bellen, was so in der Frage steckt, ist für mich ein Bellen, wo der Hund mit der Thematik Sicherheit beschäftigt ist. Und das bedeutet, dass der Hund eigentlich mit einem Unwohlgefühl unterwegs ist und sich Sorgen macht. Und Sorgen ist belastend und die Belastung, die muss man versuchen wegzunehmen bei dem Hund. Und das bedeutet, dass es ein wesentlicher Punkt ist, zu erörtern, wie kann ich diesem Hund ein sicheres Gefühl geben. Und meistens fängt das dort an, wo der Hund nicht so viel bellt. Vielleicht mal, wenn geklingelt wird oder was auch immer. Aber im Haus wird meistens vernachlässigt, dass es wichtig ist, dass man da schon klar macht, wenn da fremde Menschen reinkommen, wenn andere Reisenden von außen eindringen, dann ist das eigentlich unsere menschliche Aufgabe. Und das bedeutet, es muss schlichtweg nicht möglich sein, dass der Hund in diese Rolle schlupft. Das bedeutet, dass er eigentlich auch nicht die räumliche Möglichkeiten zur Verfügung haben sollte, das durchzuführen. Und damit meine ich zum Beispiel, ein Hund, der alleine im Garten ist, ist aus Sicht von vielen Menschen frei. Ja? Garten eingezäunt, kann nichts passieren, da ist es sicher, dann habe ich doch für die Sicherheit gesorgt. Aber wenn ich selber im Haus bin und mein Hund ist im Garten, vermittle ich meinen Hund, er sollte aufpassen, weil ich drinnen bin und ich das alles nicht mitkriege. Und das bedeutet tatsächlich, dass das schon ein Auftrag ist daheim. Wenn mein Hund immer quasi bei der Haustür weggeholt werden muss, wenn Besucher reinkommen, ja, und er eigentlich rund um diese Besucher ist und quasi die auch auf diese Weise etwas eingrenzt in die Bewegungsmöglichkeiten, dann ist das schon ein Punkt, wo mein Hund besser beobachten könnte,
wie ich das tue, ohne selber die Möglichkeit zu haben, diese Besuche zu begrenzen, quasi einzugrenzen. Weil auch das ist quasi ein Auftrag. Wenn der Hund quasi auf einer Position liegt wie Portier, ja, dann ist das quasi schon ein Punkt, wo man etwas ändern sollte, damit das nicht möglich ist. Und dann ist es wichtig, tatsächlich auch zu gucken, so von, was ist der Not von Hund, welche Reizen kennt er möglicherweise nicht. Und dafür zu sorgen, dass man ihm diese Reizen ermöglicht, indem man das auf eine andere Weise tut, als spazieren, unterwegs sein, wo man unverhofft, nicht geplant mit solchen Reizen quasi konfrontiert wird. Und eigentlich dafür zu sorgen, dass dieser Hund trotzdem sich an diese Reizen gewöhnen kann, indem man ihn sicher unterbringt, zum Beispiel im Autobox mit der Heckklappe auf, auch an der Autobahnraststätte, im Einkaufszentrum Zentrum oder am Parkplatz da dran. Und tatsächlich auf diese Weise dafür sorgen, dass er uns sehen kann, den Besitzer sehen kann, wie dieser Besitzer quasi völlig entspannt mit der Umgebung gut zurechtkommt. Und das nennt man Führung und das ist ein roter Faden, die aufgebaut werden muss. Und dann ist es später auch möglich mit diesem Hund, wenn er davon überzeugt ist, dass wir als Menschen Möglichkeiten haben, unterwegs zu sein und dabei sich zu orientieren an seinen Bezugsperson. Und der Begriff Bezugsperson bedeutet auch, sich mit Bezug zum eigenen Verhalten beziehen auf die Person, die Vorbildverhalten zeigt. Das ist eigentlich die Bedeutung von Bezugsperson. Genau, und es ist eigentlich häufiger so in meinem Alltag, dass ich höre, was tue ich mit einer bestimmten Situation? Und meistens ist es so, dass ein Mensch nicht dran denkt, wo kommt es her? Ja, und das versuchen wir zu vermitteln. Wo sind die Ursachen von diesem Verhalten? Und das ist das, was ja im Prinzip sagt, man muss erstmal etwas aufbauen, was mit der Ursache vom Thema zu tun hat. Und hier ist es Sicherheit. Und mit dieser Sicherheit könnte man dann gucken, wie kann ich das Problem vom Hund lösen? Ja, und das ist das, was ich auch am Anfang schon akzentuiert habe. Das ist eben das, was mir gerade bei Native Dogmanship so gut gefällt. Man guckt, wo kommt es her, dieses Verhalten? Und wer ist eigentlich der Geschädigte? Und hier ist der Hund derjenige, der in Not ist und nicht der Mensch. Also der Mensch hat nur das Symptom als unangenehm möglicherweise. Aber man muss gucken, wie hilft man dem Hund? Ja, das setzen wir immer wieder an. Und das ist das übersetzt, was Jan sagte. Ja, schön. Wir haben heute viele Fragen zum Thema Bellen. Ich denke aber, dass das, was ihr gesagt habt, schon auf andere Bereiche auch anwendbar ist. Das heißt, wir kommen vielleicht aufs Thema Bellen später nochmal zurück, aber ich frage jetzt nicht für jede einzelne Situation nochmal, mein Hund bellt Menschen an, mein Hund bellt einen Hund an, mein Hund bellt Gegenstände an, mein Hund bellt das und das und das und das an, sondern wir gucken mal, ob ihr das, was die beiden gerade gesagt haben, ganz gut auf die anderen Situationen übertragen könnt. Ansonsten kommen wir später nochmal drauf zurück. Was ich aber einen ganz interessanten, ganz interessante Fragestellung auch zum Bellen finde. Hier schreibt jemand, hallo liebe Sarah, hier meine Frage. Mein Schäferhund, 12 Monate alt, bellt alle Menschen an, sobald ich sie begrüße. Ignoriere ich die Menschen, ist es weniger ein Thema. Es ist also der klassische Hallo-Effekt eingetreten. Was soll ich nun tun? Ja, wir sehen euch nicht mehr. Moment. Wieder im Bild. Also wichtig finde ich, erstmal klar zu machen, dass die Fragestellung natürlich schon einen riesen Beitrag liefert an, warum der Hund das tut. Nämlich, es ist eine Sache, die auf Beziehungsebene zu suchen ist. Und das bedeutet, dass das anscheinend der Hund ist, die Exklusivität haben möchte. Und das bedeutet, dass er die Besitzerin oder der Besitzer, das weiß ich jetzt nicht, mehr oder weniger für sich claimt, ja, für sich in Anspruch nimmt. Und da keine Einmischung haben möchte. Und das bedeutet, dass dieser Mensch eigentlich keine Freiheit hat, nicht frei ist. Und dass der Hund das klar macht. Und vielleicht nicht direkt der Person selber gegenüber, weil der Hund diese Person auch liebt. Ja? Aber die subversive Elemente, die der Hund quasi nicht möchte, als Störelement, die müssen eigentlich weg. Und das bedeutet tatsächlich, dass man hier viel mehr denken muss, auch an das Lied von Queen, I want to break free, weil auch da muss man wirklich sagen, im Haus muss es echt so sein, dass so ein Hund nicht die zentrale Aufmerksamkeit bekommt.
dass man auch andere Aspekte des Lebens Aufmerksamkeit geben sollte, wodurch der Hund weniger diese Exklusivität auch hat. Es wäre gut, dass der Mensch sich viel freier im Haus bewegt und so, dass alle Türen hinter sich geschlossen werden und der Hund quasi automatisch nicht mit kann. Auch wenn der Hund protestiert, der Protest wäre sogar ein Indikator, dass es dringend notwendig war. Und das bedeutet tatsächlich auch, dass man wirklich sagen muss, dass zudem man wirklich irgendwie guckt, so von, was sagt mein Hund zu mir, wenn ich mich selber hemmungslos bewege. Das wäre ein Punkt, die dann tatsächlich auch da draußen möglicherweise zu Problemen führen könnte. Und das bedeutet tatsächlich, dass mein Rat auch sein würde, da genauso auch nachzugucken, weil diese Exklusivität kann dazu führen, dass er auch früher oder später die Bezugsperson oder der Sozialpartner Mensch maßregelt, oder? Ja, das kann passieren, weil diese Exklusivität kann auch dazu führen, dass ein Hund ein besonderes Stellungsmerkmal bekommt. Und ich gehe schon davon aus, dass Hund sich auch Sorgen macht um die Person, wenn sie jemand anders begrüßt. Ja, und jetzt haben wir hier einen Einjährigen, da kann man eigentlich sagen, das ist noch relativ jugendlich. Ja, und Erwachsensein kommt erst später, mit 2,5, 3 Jahren. Und dann ist die Frage, wenn der Jugendliche genügend geübt hat, wie tut er es dann? Ja, wahrscheinlich etwas ernster und noch etwas schlechter davon wieder wegzukriegen. Deshalb wäre das jetzt eine gute Phase, darüber nachzudenken, über bestimmte Änderungen, wie du vorhin schon in einer anderen Frage eigentlich klar gemacht hast. Weil dadurch wird auch die Not beim Hund gelindert. Ja, weil er hat jetzt schon Bedenken, die eigene Person schützen zu müssen. Also da kommt dann noch der territoriale Aspekt, die Sicherheit dazu. Und nicht nur der soziale Aspekt. Ja, und das wäre natürlich möglich, da auch etwas zu ändern, damit sich beim Hund im Denken etwas ändert. Genau, ein wichtiger Punkt, finde ich, nochmal würde ich gerne erwähnen dazu. Diejenige, die in einer sozialen Gruppe am meisten wichtig ist, kriegt die meiste Aufmerksamkeit von allen anderen. Und das Drama ist, dass dieses Individuum, was für alle am meisten wichtig ist, aus Sozialsicht, auch bei den Tierarztmenschen übrigens, nicht nur bei Hunden, dann auch automatisch zuständig ist für alle wichtigen Entscheidungen. Und das bedeutet, das ist eine Last und keine tolle Sache. Ja, und das ist genau, wo man sagen kann, Einzelkindverhältnisse können genauso eine bestimmte Wirkung haben, wo das Kind extrem wichtig gemacht wird. Und natürlich wäre logischerweise eine Familie mit mehreren Kindern, wo man lernt zu teilen, wo eigentlich auch die Aufmerksamkeit auch geteilt werden muss. Und das ist natürlich eine Situation, wo man auch nachgucken muss. In diesem Sinne ist es so, dass wenn er noch ein Jahr alt ist und sich schon zuständig fühlen würde, dann geht das in die Richtung von einer Kindheitsphase, die nicht mehr erlebt werden kann durch den Hund. Also quasi so etwas wie eine geklaute Kindheitsphase. Und das ist natürlich eine Sache, wo der Hund viel zu früh Sorgen hat. Ja, wieder geschafft innerhalb der Zeit. Sehr schön, wir werden es schon richtig kürzen. Ich habe das Gefühl, wir müssen auf 3 Minuten verkürzen. Aber das ist der Aufforderung bleibt. Ja, nee, es gibt bestimmt Fragen, wo wir noch gerne mehr zu sagen würden. Vielleicht noch, das weiß man nicht. Ich habe auch im Chat schon gelesen, die Leute sind auch dafür, dass ihr ausschweift. Aber bisher haltet ihr euch echt gut an die Fünf. Okay, ganz spannend. Wir haben also schon jetzt gehört, Sicherheit ist ein großes Thema. Wenn Hunde nicht sicher sind, dann kommt dieses Bellen aus Unsicherheit und es kann zusätzlich aber auch mit Exklusivität in der Beziehung zu tun haben, also mit etwas Eifersucht. So, ich möchte Frauchen oder Herrchen für mich alleine haben. Okay, schauen wir mal, womit wir gut weitermachen können. Okay, wir bleiben mal grob beim Thema Bellen oder beim, sagen wir mal, Aufregung. Und zwar hatten wir sowohl in Bezug auf Menschen als auch in Bezug auf Hunde eine ähnliche Frage, nämlich Hunde reagieren bei bekannten Hunden oder bekannten Menschen extrem aufgedreht, kaum zu beruhigen. Also
Völlige Aufregung, Überforderung, Freude, hohes Stresslevel. Alles mit Schrägstrichen geschrieben. Also irgendwie ganz schön eine Menge los. Wie kann man das handhaben? Wenn es um bekannte Hunde geht, bekannte Menschen, vielleicht könnt ihr ja nochmal dazu sagen, spielt denn auch dieses territoriale, ich bin unsicher, eine Rolle? Oder woher kommt das Bellen oder die Aufregung in dem Fall dann? Na, also das ist eine schöne Abwechslung in die Fragen, weil hier haben wir zu tun mit einem Hund möglicherweise, die auch ein Thema hat mit Sicherheit und deswegen sich echt enorm möglicherweise freut, wenn die Gruppe größer wird. Und das bedeutet gerade dann, wenn es Bekannte sind, ist es so, dass der Hund denkt, ah, bin ich froh, dass ich dich sehe, weil je mehr wir sind, je größer mein Sicherheitsgefühl wird. Das kann ein Grund sein, warum ein Hund sich aufregt, wenn er bei Bekannten trifft. Es kann natürlich auch einen anderen Grund haben. Es kann sein, dass er, auch wenn es um bekannte Hunde geht, steht, dass bei bekannten Hunden es nicht immer so ist, dass er da sich unbedingt wohl bei fühlt. Weil wir kennen auch bestimmte Menschen vielleicht. Und als Mensch machen wir auch einen Unterschied. Bei welcher Person fühle ich mich wohl und welche Person ist für mich eigentlich eher unangenehm. Und das kann natürlich eine Rolle spielen. Und dann wäre das tatsächlich auch sehr wohl so etwas wie, ich möchte eigentlich dich nicht in der Gruppe haben. Also das wäre komplett konträr. Ja? Das macht es also nicht einfach. Und jetzt wäre es natürlich wichtig, dass ich in einer Anamnese direkt fragen würde, wie ist dann die Reaktion auf unbekannte Menschen und auf unbekannte Hunde? Weil dieser Unterschied in das Verhalten wäre eigentlich schon für mich so ein richtiger Hinweis. Ja. Ne, genau. Und da gibt es noch eine andere Möglichkeit, wobei man das, wie gesagt, nur über eine längere Anamnese auch herausfinden könnte. Nämlich, der Hund traut sich möglicherweise, mal angenommen, bei Fremden eigentlich nicht so viel, nimmt sich zurück. Aber bei Personen, die er kennt, die er schon einschätzen kann, dann traut er sich möglicherweise etwas mehr aufzufallen. Also er ist ausgelassener und man kann sogar beobachten, dass bei bestimmten Personen der Hund dann möglicherweise auch etwas körperlich korrektiv ist. Ja, also dass er sich vielleicht sogar freut über die Person, heißt nicht, dass er da nicht auch mit Erziehung irgendwie beschäftigt ist, mit Eingrenzung oder mit Grenzüberschreitung, kann man auch sagen, weil wenn ein Hund sehr körperlich ist, ist das auch eine Überschreitung der Grenze. Und das traut er sich vielleicht, weil die Person bekannt ist und weil er erwarten kann, dass von dieser Person möglicherweise keine Gefahr ausgeht. Ja. Ja, also so gibt es mehrere Möglichkeiten, um die Frage ohne Nachfragen eigentlich nicht so zu beantworten. Nee, da würde ich sogar noch gerne bestätigen, weil es gibt ja eigentlich ein ähnliches Effekt. Bei Bekannten übt man viel mehr sein, traut man sich viel mehr, sich zu äußern und auch zu üben. Ich weiß, dass ich zum Beispiel mit meinem eigenen Bruder mit Kampf geübt habe, die ich später in der Schule auch irgendwie in der Ernstfall dann angewandt habe. Und hier kann es sein, dass der Hund auch übt mit Aspekten von Territorialverhalten, wo er denkt, ich traue mich das nicht, wenn ich den anderen Hund nicht kenne, aber ich muss da mehr mit üben, damit ich mich vielleicht in der Zukunft traue. Und das bedeutet, er kann sich damit eine Lösung erarbeiten, tatsächlich auch für die Zukunft. Ja. Ja. 1:45. Genau, ich würde noch weiter reden, weil was tut man damit? Ja, was tut man dann damit? Weil das wäre auch interessant. Was man damit tun würde, ist auch hier dafür sorgen, dass man als Mensch erstmal dafür sorgt, dass ich als Bezugsperson als Erster die Fremde begrüßen kann, als Erster Besucher begrüßen kann und dass der Hund erstmal Zuschauer ist da und bemerkt, ach so, die Menschen können das eigentlich super gut. Die tun das souverän. Ich reg mich immer tierisch auf. Ich kann das alles nicht so gut. Und das bedeutet tatsächlich, dass man möglicherweise dann auch peu à peu loslassen kann und sich da beruhigen kann. Und das bedeutet tatsächlich auch, dass das ähnlich geht in der Tipp, die ich da gebe oder der Hinweis, die ich gebe, die quasi bei der ersten Frage kam. Mhm. Weil auch da ist es so, dass man wirklich sagen muss, man kann das jetzt nicht so laufen lassen, weil diese Aufregung ist vielleicht einerseits Vorfreude, andererseits möglicherweise auch Spannung. Mhm. Und ich finde, die Freude, wenn Besucher kommen, die darf auch gezeigt werden. Und wenn dann später der Hund sehr wohl in Kontakt ist mit Besuchern, die dann kommen und so weiter, und in direktem Kontakt ist, wäre es auch wichtig zu moderieren.
Und das bedeutet tatsächlich auch, dafür zu sorgen, dass man möglicherweise den Hund bei sich hat, ja, dass er nicht überall und nirgendwo ist. Dann würde ich ihn bei der Begrüßung auch quasi an einen Handfreeliner haben, ja, und dafür sorgen, dass er Menschen nicht anspringt und ihn dann nicht deftig korrigieren, sondern eigentlich klar machen, dass ich mache meinen Satz noch ab, klar machen, dass Anspringen nicht Usus ist, dass man das nicht tut, und trotzdem dabei halten und möglicherweise sogar festhalten, auf freundliche Weise. Ja? Wenn es ein Hund ist, die sich sehr unterwürfig aufregt oder was auch immer, und dafür dann den Hund auf diese Weise beruhigen. Ja. Ja, jetzt sind wir doch noch zu den ausschweifenden Antworten gekommen. Okay, wir haben jetzt über die letzten Fragen verteilt schon ein bisschen was dazu gehört, dass alles, was so mit dem Thema Sicherheit beziehungsweise Unsicherheit zu tun hat, dass ein guter erster Schritt ist, erstmal für Begrenzung zu sorgen, weil diese Grenzen Sicherheit geben und die Möglichkeit geben zu beobachten, dass der Mensch die Fähigkeiten hat, diese Situation im Griff zu haben, weshalb man gar nicht so unsicher sein muss. Jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten zur Begrenzung. Das wird jetzt eine etwas längere Überleitung, damit ich zur nächsten Frage komme. Wir hatten gesprochen von Türen zu, von man kann ein Kindergitter einbauen, man kann irgendwie einen Zaun als Begrenzung haben, eine Handsfreeline, den Hund halten tatsächlich als Begrenzung. Gibt also ganz verschiedene Möglichkeiten, unter anderem auch eine Box. So, jetzt bin ich bei der nächsten Frage. Wenn mein Hund jetzt also eine Box kennengelernt hat als Ruheort und das hat gut funktioniert, der kommt da richtig gut runter. Aber außerhalb der Box kommt er noch nicht so gut runter, da ist er noch sehr aufgeregt. Wie kann ich den Übergang gestalten, dass er auch außerhalb der Box nun besser zur Ruhe kommt? Soll ich anfangen? Ja, erstmal ist natürlich die Frage auch, wo hat die Box gestanden und war da noch was drumherum? Also günstig würde ich erstmal sagen, wäre, dass es da eher so ein Zimmer im Zimmer gibt, also ein Teil vom Raum abgetrennt ist und die Box vielmehr etwas ist, wo der Hund sich zurückziehen kann, aber nicht begrenzt wird. Ich würde trotzdem wichtig finden, die Box als Begrenzung aufzubauen, weil der Hund muss im Auto transportiert werden. Der Hund darf auch mal vorübergehend begrenzt werden, wenn man irgendwo anders fremd ist, weil er würde sich sicher fühlen. Ja, das erstmal dazu, aber zum Übergang aufzubauen, wenn der Hund zum Beispiel nicht zur Ruhe kommt im Raum. Also er tingelt dann immer wieder durchs Wohnzimmer und fährt sich dann auch immer mehr so hoch im Stress. Wäre eine günstige Maßnahme, auch mit der Leine zu arbeiten, zum Beispiel mit der Hands-Free-Leine. Und jetzt sitze ich da, lese mein Buch oder ich habe Besuch, der sitzt mit am Tisch, was auch immer. Jetzt kann mein Hund lernen, neben mir zur Ruhe zu kommen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, die Leine dann entweder auszuklinken oder einfach auf den Boden zu legen. Dass der Hund erstmal lernt, außerhalb dieser Box kann ich im Raum, mitten im Raum, ziemlich ruhig und entspannt liegen. Ja, das ist eigentlich die meist beste Hilfestellung, finde ich, oder die naheliegendste Hilfestellung, wodurch der Hund mit meinem Zutun zur Ruhe kommt und auch lernt, das ist völlig normal. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ja, also der Box würde ich tatsächlich weniger benutzen wollen als eine Form von permanente Begrenzung und als eine eher Rückzugsmöglichkeit auch. Für mich ist es aber auch wichtig, der Faktor dazu, was macht der Hund unruhig, danach zu gucken. Ja, ist er quasi nicht zufrieden? Weil ich sage mal, jedes Organismus, was laut wird, wir hatten gerade über Bellen, oder was nicht zur Ruhe kommen kann, ist nicht in, was man nennt, ein Gleichgewicht, der Homöostase. Und da, man muss wirklich gucken, was für ein Bedürfnis liegt da darunter, der Grundlage für diese Unruhe. Und das kann natürlich auch etwas rassebedingt sein. Ich nenne mal viel Vorstehhunde. Im ersten Lebensjahr sind sehr oft sehr, haben sehr viel Probleme, sich selber zu regulieren in dieser Energie. Und da ist Holding auch ein wesentliches Instrument. Zum Beispiel gemeinsam in ein große Kudde zusammenliegen, Arm über den Hund und schlafen. Das bedeutet, dass man gleichzeitig dadurch auch als Mensch Vorbildverhalten zeigt. Ja, und das ist natürlich ein wesentlicher Punkt, wo man auch gucken muss nach der Situation. Wie lebt der Hund und wie unruhig ist es da? Gibt es kleine Kinder, die wild hin und her rennen, Türen, die zugeschlagen werden? Gibt es ab und zu mal Konfliktpotenzial im Haus?
und was auch immer. All diese Faktoren, die spielen eine absolut wesentliche Rolle. Und zudem ist es so, dass ich das bemerke, diese Unruhe bei Hunden, die spazieren geführt werden und unverrichtete Dinge wieder nach Hause kommen. Oder auch bei Hunden, die das Gefühl haben, es wird Zeit für mein nächstes Leckerchen. Weil das Leckerchen ist Symbol für mich, dass ich noch zur Gruppe akzeptiert werde. Und deswegen ist es so, dass diese Hunde nicht so runterkommen können. Das bedeutet, dass durch bestimmte Trainingsformen es zu einem Dopaminmangel führt. Und wenn es einen Dopaminmangel gibt, das ist quasi, wow, ich fühle mich geil oder das ist top. Ja, das ist eine tolle Erfahrung, die ich mache. Und wenn dieses Gefühl fehlt, ja, dieses ich kann was, Selbstwertgefühl und ein Kick kriegen von den eigenen Möglichkeiten, dann fehlt an die andere Seite genauso auch der Serotonin. Und der Serotonin, der Gegenspieler, ist eigentlich die körpereigene Beruhigung. So ein Botenstoff, die eigentlich den Körper in Ruhezustand versetzt. Und da muss man wirklich nachgucken, wie kann man das so adäquat wie möglich wiederherstellen. Und das bedeutet, dass man tunlichst alle sinnlose Sachen streichen sollte, die für den Hund keinen Sinn ergeben, weil die führen zu Frust und Frust führt zu Unruhe. Und dass man es höchst sich begrenzen sollte auf Aktivitäten mit dem Hund, die für den Hund auch geil sind, wozu er von sich aus quasi intrinsisch motiviert ist. Und wo er denkt, boah, das ist eine geile Zeit mit dir gewesen draußen da. Das ist eine andere Sache als Auslasten, ja, sondern vielmehr eine Form von Befriedigung von seinen Bedürfnissen. Und die sind von Hund zu Hund unterschiedlich. Und da muss man deswegen auch wirklich gucken, was ist jetzt los mit diesem Hund. So, das haben wir schon wieder in 5 Minuten geschafft. Ich hätte noch 2 kleine Nachfragen zu 2 Fachbegriffen oder Dingen, die ihr gesagt habt, damit es für alle verständlich wird. Thorsten, kannst du einmal sagen, was meinst du mit Zimmer im Zimmer? Also wie kann man sich den Aufbau vorstellen? Ja, das ist der Nachteil der 5 Minuten, dann erklärt man nicht mehr so ausführlich jetzt. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man zumindest zum Beispiel im Zimmer einen größeren Laufstall installiert. Also eine Begrenzung, die wesentlich größer ist als die Box, oder ein Teil vom Zimmer einfach mit so einer Art Zaun durchtrennt, weil man hat dann die Möglichkeit, dass der Hund abgegrenzt etwas ist, wo er viel mehr Ruhe hat, ja, und viel mehr beobachten kann auch da. Also wenn ich zum Beispiel Besuch mit reinbringe, dann können der Hund viel mehr zugucken, wie tue ich das, können sich viel mehr dran gewöhnen, dass ich das im Griff habe und könnte sich in dieser sicheren Begrenzung, die schon eigentlich auch mit Sicherheit aufgebaut ist, gut erstmal runterfahren und so könnte ich das viel besser handhaben. Ne? Aber das wäre das Zimmer im Zimmer, was dann so groß ist, dass ich auch zwischendurch mit drin liegen könnte oder drin sitzen könnte. Und ist besser als die enge Box, ja, die der Hund eigentlich nur für sich adaptiert und eigentlich kommt dadurch nicht wirklich die Gewöhnung, sich in diesem Zimmer ganz normal entspannt aufzuhalten. Ja, das ist ganz was anderes. Und habe ich da so eine größere Begrenzung und ich bemerke, mein Hund ist integriert ins Leben, dann kann ich diese Begrenzung später einfach abbauen. Ich brauche die gar nicht mehr. Ja. Das ist eigentlich noch was, was ich dazu sagen möchte. Man sollte in der optimalen Fall so wenig wie möglich begrenzen, so viel wie nötig. Der wesentliche Punkt ist, es ist nötig, dass ein Hund vermittelt wird, dass er nicht für die Sicherheit zuständig ist. Und das verlangt eigentlich eine permanente Begrenzung, nämlich nicht, dass man immer quasi den Hund vor der Haustür liegen lässt und dann sagt, später, wenn Besuch kommt, muss er erstmal aus dem Flur raus oder was auch immer. Das ist echt ungünstig. Besser ist es, dass er bei Besuch kommt, ausnahmsweise mal mit in den Flur kommen kann, wenn Besuch dann ist, später, ja. Und das bedeutet tatsächlich auch, dass wenn es um eine Begrenzung geht, dann finde ich es absolut wichtig, dass es eine integrative Begrenzung ist. Das bedeutet, ein Teil vom Wohnraum, wo Menschen auch wohnen und selber verbringen, das ist ein Teil von dem Wohnraum, die dann die Grenze darstellen könnte. Aber nochmals, ich bin eher Anhänger davon, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Und für die meisten Menschen wäre tatsächlich ein Kindergitter zwischen Wohnzimmertür und Flur eigentlich schon ausreichend.
Ich glaube, mit den Energiesparmaßnahmen in dieser Zeit gehen die meisten Türen schon wieder zu. Und das ist eigentlich schade, weil so ein Kindergitter gibt dort die Möglichkeit zu sehen, wie wir vorgehen, wenn Besuche kommen. Und das ist auch Information für den Hund. Ja. Okay, prima. Vielleicht eine Ergänzung von mir, diese Begrenzung oder diesen Laufstall, was du beschreibst, Thorsten, das sind solche Gitterelemente, kann man, wenn man Welpengitter oder sowas googelt, kann man ja. Das das sind Elemente, wo man also jetzt nicht dauerhaft irgendwie sich einen Zaun durchs Haus ziehen muss, sondern was man ganz leicht aufstellen kann. Die sind ja flexibel auf- und abzubauen und es ist ja auch wichtig für eine Erziehungsphase und dann können das wieder weg. Genau, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Perfekt. Okay, zweiter Fachbegriff, den du genannt hattest, Jan, war Holding. Vielleicht kannst du einmal noch ganz kurz sagen, was kann man sich denn unter Holding vorstellen? Das war ja quasi gemeinsam in der Kuddel liegen. Und das bedeutet, der Arm über den Hund, möglicherweise sogar das Bein über dem Hund, der Lendenbereich von dem Hund quasi. Holding kommt eigentlich aus der Pädagogik, aus Maßnahme, wenn jemand völlig außer sich ist. Und eine Person, auch ein Hund, die außer sich ist, fühlt sich absolut alleine. Und das bedeutet, er nimmt seinen Sozialpartner nicht mehr echt bewusst wahr. Und das bedeutet, das Erste, was dann in die Wahrnehmung wieder passieren kann, ist der eigentlich mit ja, sehr akzentuierte Körperkontakt. Ja, man hält die Person und nicht kampfmäßig, aber man hält ihn stabil am eigenen Körper, sodass das Individuum spürt, ich bin nicht alleine. Und das heißt nicht, dass man mit einem riesen Muskeltonus das tut. Natürlich braucht man in der Anfangsphase also Stabilität, aber langsam muss das dann entspannt werden und so entspannt, dass das quasi im Hundekörper in diesem Fall übergeht, diese Entspannung, und er sich dann auch fallen lassen kann. Und das ist tatsächlich eine Möglichkeit bei Hunden, die eigentlich nicht so gut zur Ruhe kommen, das zu tun. Ich finde es nämlich sehr wichtig, dass Hunde eigentlich absolut sozial lernende Tiere sind. Also es ist wirklich so, dass der Großteil von lebenspraktischen Fertigkeiten vorgelebt wird durch die Elterntiere. Auch die Entspannung und auch das Schlafen sieht man, dass das reguliert wird in der Rudel, dass das gemeinsam getan wird. Und das ist genau, wenn ein Hund als Einzelhund in der Familie lebt, wo eigentlich der Hund nicht immer ein synchrones Leben hat mit das Aktivitätenpensum von Menschen. Und wenn der Hund sich mit diesen Aktivitäten von den Menschen synchronisiert, kann das ein Grund sein, warum der Hund tatsächlich genauso unruhig ist wie der Mensch. Okay, danke schön, super. Das war eine Ergänzung. Ich habe gerade davon gesprochen, dass diese Unruhe zu Hause auch davon kommen kann, dass vielleicht an anderer Stelle die richtige Beschäftigung fehlt, wo man dann Selbstwirksamkeit erlebt und ein gutes Gefühl bekommt, Dopamin ausgeschüttet wird und so weiter. Gehen wir mal über zum Thema Beschäftigung. Wir starten mal mit einer ganz allgemeinen Einstiegsfrage und dann arbeiten wir uns zu den fortgeschritteneren Fragen vor, wo es dann ins Detail geht. Eine sinnvolle Beschäftigung für den Hund gemäß Natural Dogmanship und wie laste ich meinen Hund genug aus? Also erstmal muss man zur Beschäftigung sagen, die sollte in Bezug auch zum Nahrungsaufnahmeverhalten zu haben. Ja, deshalb würde ich einen Beutel, so einen Leinbeutel füllen mit der Futterration und diese gemeinsam mit dem Hund suchen. Ja, und wie man das dann tut, das kann sehr, sehr verschieden sein. Das heißt, es fängt bei der einfachen gemeinsamen Suche an, wo ich auch mitsuche. Also ähnlich, wie man das früher auch getan hat als Kind. Es waren die Ostereier versteckt und Geschenke und man ist authentisch auf die Suche gegangen. So würde ich das auch mit Hund tun. Und man kann bei Hunden sehen, wenn man Suchverhalten zeigt, dann ahmen die das sofort nach. Ja, und wenn ein Hund das gelernt hat, wäre es auch möglich, den Hund nach und nach auf Distanz zur Suche zu schicken. Also dann auch den Hund schon auch irgendwo hin zu dirigieren. Das heißt, es wird die Zusammenarbeit noch verstärken. Und außerdem bietet das natürlich auch eine Möglichkeit, bestimmte Dinge zu erlernen, die fürs Leben notwendig sind. Also abwarten zum Beispiel, bewegte Beute aushalten, über Arbeit mit der Reizangel. Ja, aber
Es hat immer Bezug zur Nahrungssuche und zum Nahrungsaufnahmeverhalten, weil was man da findet, das wird auch gegessen und man wird auch satt werden. Ja, also Beschäftigung würde ich nicht beim Hund vorschlagen, nur der Beschäftigung wählen, dass der Hund irgendwie bespaßt ist, sondern ich würde auch vorschlagen, dass es mit seinen innerlichsten, sage ich mal, Bedürfnissen, die er hat, verbunden ist, nämlich mit Nahrungssuche. Und das sieht man bei jedem Welpen. Ja, der Welpe ist auf der Suche und er möchte auch etwas finden und der Welpe nimmt auch etwas auf, wenn auch ersatzweise vielleicht kein Essen. Erstmal, um dieses orale Bedürfnis auch zu befriedigen. Ja, und das, was da grundsätzlich verankert ist, das würde ich eigentlich als Basis nehmen. Und das wäre der Ausgangspunkt für viele interessante Beschäftigungen mit dem Hund. Ja. Zudem muss man sagen, wenn quasi diese Nahrungssuche, also diese Ersatzjagd mit Futterbeutel, wenn der Hund das toll findet, sehr positiv findet und das seinem Bedürfnis entspricht, dann kann man das genauestens integrieren in Situationen, wo der Hund denkt, oh, das ist aber etwas gruselig. Ja, und das bedeutet, dass man dadurch das Waageprinzip handhaben kann. Und da muss man zurückdenken an die allererste Fragen, die gefragt worden sind. Nämlich, das kann man ja damit verbinden, dass man so etwas Gruselkabinett peu à peu ständig deftiger aufbaut und der Hund bemerkt, aha, ich habe immer gedacht, das ist gefährlich und das ist nicht so gefährlich. Und das bedeutet, dass dieses Waageprinzip dazu dient, bei der richtigen Dosierung, dass das Positive dieser Aktivität, die ich tun darf als Hund, eigentlich überherrscht. Und vor allem dann auch in diese Zusammenarbeit, weil Zusammenarbeit anders als ein Alleingang, allein ist auch unsicher und Zusammenarbeit, Kooperation verstärkt das Sicherheitsgefühl. Und somit kann man sagen, ist es nicht nur einfach eine Beschäftigung, sondern eine Möglichkeit dafür zu sorgen, dass man einem Hund riesige Geschenke machen kann, wo man sonst möglicherweise mit Goodies den Hund ständig näher an ein Objekt von Angst versuchen muss zu führen, ist es so, dass man den Hund auf Distanz sitzen lassen kann und selber hingeht zu diesem Objekt der Angst und in der Nähe von dem Objekt möglicherweise diese Futterbeutel auch ablegen kann. Und weil man selber unversehrt zurückkommt, kann man ganz locker den Hund auch zum Apportieren schicken. Und wenn er sich gerade nicht traut, kann er immer mit uns Menschen rechnen, dass wir das dann übernehmen und dass wir tatsächlich dann ein anderes Mal etwas weiter weg vom Objekt bleiben. Weil er gibt dann selber auch an, wie weit traue ich mich. Und das wird auch akzeptiert. Aber die Grenze wird dann so peu à peu ständig mehr verlegt und wird ständig sicherer dadurch. Also Aktivitäten finde ich wichtig und diese Aktivitäten sollten für den Hund einen Sinn ergeben. Ich habe gerade über intrinsische Motivation gesprochen und bei keinem Lebewesen kann man das natürliche Nahrungserwerbsverhalten komplett wegzüchten. Und das ist genau, was Thorsten gesagt hat, Welpen ab der fünften Woche fangen mit jagdlichen Handlungen an und zwar unabhängig von der Rasse. Und zwar universal über die ganze Welt. Und damit etwas zu tun, wäre quasi genau das Gleiche, was Elterntieren in unter natürlichen Umständen mit deren Nachwuchs tun würden, Nahrungserwerbstätigkeiten lernen, also lebenspraktische Fertigkeiten. Okay, sehr schön. Jetzt hattest du, Thorsten, gerade schon gesagt, es sollte ja immer etwas mit dem Nahrungserwerbsverhalten zu tun haben, die Beschäftigung. Und ich hätte da eine Nachfrage zu, also nicht ich, sondern jemand, der das hier geschrieben hat. Ich muss das einmal gerade suchen. Genau. Und zwar, das ist eine Frage von jemandem, von dem ich weiß, dass sie sehr fortgeschritten schon mit ND ist. Das heißt, das ganze Prinzip von Ersatzjagd und jagdliche Beschäftigung ist völlig klar. Die Frage ist, was haltet ihr von der Suche nach Gegenständen, zum Beispiel Jagddummies oder Tücher mit Geruch, Dosen mit Geruch und so weiter? Und unter der Voraussetzung, dass Treibball und Mantrailing zum Beispiel ja auch ohne den unmittelbaren Einsatz des Spraydummies stattfinden. Also die Frage ist so ein bisschen, gibt es Beschäftigungsformen, wo am Ende nicht der Spraydummy ist, die trotzdem sinnvoll sein können? Was sagt ihr dazu? Ja, muss man nicht direkt ablehnen. Der wesentliche Punkt ist, dass man natürlich kontextbezogen denken muss. Das bedeutet, Hunde können einen Kontext verstehen. Beispielsweise
kann ich einen Hund beibringen, meinen Stiefel mir zu bringen, damit wir gemeinsam nach draußen gehen und loslegen können mit unserer Ersatzjagd. Dann ist das nicht ein direkter Jagderfolg, sondern ein Auftakt zu einem Jagderfolg. Jawohl, Hunde können ein Käppi unterwegs von jemandem finden und die können aufgrund von dem Geruch an das Käppi, möglicherweise über Mantrailing, der Person finden, in eine Gruppe von Menschen sogar aussortieren, dann haben wir auch Sortieren dabei, und dann das Käppi quasi auf Hund der Person wieder übertragen, also übergeben. Das ist für den Hund quasi sozial integrative Arbeit, wo er eigentlich nicht automatisch eine erhöhte Ghrelinproduktion hat, sondern er tut etwas für jemand anderes. Und Hunde sind soziale Lebewesen, die tatsächlich auch quasi ein Fensterleder mal anreichen können, wenn er zufälligerweise runterfällt. Und der Besitzer oder die Besitzerin ist mit Fensterputzen beschäftigt. Und das bedeutet tatsächlich, dass ein Hund so etwas auch gerne tut. Das ist auch nicht direkt, wird nicht direkt immer auf Beute gesehen, ja? Sondern das sind die Hände vom Hund und der Hund kann uns eine helfende Hand reichen auf diese Weise. Das bedeutet, dass das auf diese Weise möglich ist, aber nicht als Beschäftigungstherapie für senile Hunde. Das bedeutet nicht ohne eine irgendwelche Sinngebung oder einen bestimmten sinnvollen Kontext. So sehe ich das jedenfalls. Ja, das würde ich eigentlich auch unterstützen. Ich gebe mal ein Beispiel von einem meiner Hunde, der sehr auch bezogen war auf Frauen. Und meine Tochter hat mit ihm damals viel im Haushalt getan. Das war aber nicht so, dass sie ihn überreden musste, sondern er hat einfach Interesse dran gehabt. Ja, und sie hat zum Beispiel Wäsche in die Waschmaschine gesteckt und das hat er häufiger beobachtet und hat dann auch mal so ein Wäscheteil genommen und sie hat gesagt, ja, kannst du doch da reintun. So hat es angefangen und dann wurde auch Wäsche sortiert, es wurden Klammern angegeben und eigentlich wollte er damit viel mehr auch ausdrücken, ich möchte gerne an dem Teil haben, was du tust. Ja, also für ihn hat das auch schon einen Sinn gemacht, aber das war keine Beschäftigung in dem Sinne, wie es vielleicht jetzt erfragt ist, sondern vielmehr ein Bedürfnis auch von ihm, hilfreich zu sein, so wie du das gerade auch genannt hast. Und das hat für diesen Hund einen Kontext. Ja, und das war für diesen Hund logisch, eine Normalität auch. Und deshalb hat er es gern getan. Und er musste also nicht bezahlt werden dafür, musste nicht belohnt werden, um das zu tun, weil es war ja intrinsisch motiviert. Ja. Also nicht alles ist Jagd, möchte ich im Vordergrund stellen, zurückkommend auf Treibbau. Das sind jagdliche Handlungen. Mhm. Und durch Treibbau gibt es auch im Körper eine verstärkte Produktion von das Appetithormon, Ghrelin. Und das bedeutet, dass ich es auch richtig finde, dass man, nachdem man mit dem Hund mit Treibbau beschäftigt war, nach einer Ruhephase, einer Cool-Down-Phase, weil es viel Energie kostet, Treibbau und so weiter. Und wenn der Körper dann in diesem Energielevel Essen bekommt, ist es nicht so günstig. Und das bedeutet, erst muss dann eine etwas Ruhephase kommen, nachdem man mit Treibbau beschäftigt war. Und dann würde man den Hund auch füttern aus dem Beutel. Er muss dann nicht unbedingt mehr jagen. Ja. Es sollte auch kein Belohnungseffekt sein. Deswegen halte ich viel davon, dass man tatsächlich erstmal eine Cool-Down-Phase kreiert und dann eigentlich auch weg ist von dieser Wiese, wo man Treibbau gemacht hat. Und das entkoppelt das Füttern von dieser Aktivität, damit es bloß keine Belohnung ist in diesem Sinne, weil das wäre ja verheerend. Das kann der Spaß nämlich in Treibbau echt verderben. Wenn man dann guckt nach jagdliche Handlungen mit nicht essbaren Gegenständen, dann passiert das gleich wie bei Treibbau. Und das bedeutet, das kann, wenn das nicht adäquat verstanden wird, auch zu Frust führen und auf einmal einen Riesenanstieg von Ghrelin. Und dieser Frust führt dazu, dass der Hund zum Beispiel so etwas entwickelt wie Dummy Guy oder möglicherweise auch eine andere Suchtform entwickeln kann, weil eben der Hund frustriert ist. Und dann ist er mit Vasopressin dran. Dann muss er unbedingt diese Dummy haben. Er sieht dann auch nichts anderes mehr. Das wäre dann echt schade. Ja, ich verstehe euch so, dass die jagdliche Aktivität
schon ein Kern von ND ist, den man nicht ersetzen kann durch eine andere Beschäftigungsform, die nichts mit Jagd zu tun hat, sondern das ist ein Kernelement, was für alle Hunde relevant ist. Aber zusätzlich kann es durchaus andere Kontexte geben, in denen eine andere Form von Beschäftigung für den Hund Sinn ergibt. Aber der Sinn ist immer der Punkt, auf den es ankommt. Kann der Hund nachvollziehen, warum man das tut oder warum oder ergibt das für ihn einen Sinn, das zu tun? Ja. Oder tut er es nur, um belohnt zu werden? Genau, und bis hin zur ergibt es für den Hund sichtlich für den Mensch einen Sinn, dass er das tut. Mhm. Weil Hunde sind sozial. Beispiel Trüffel suchen, wenn man die Trüffel auch irgendwie selber benutzt auf Mensch, oder Pilzen suchen, da kann der Hund wirklich mitwirken und das tut er auch gerne. Er hat eine bestimmte Qualität da möglicherweise. Aber es wäre auch schön, wenn der Hund dann versteht, dass wir manchmal mit diesen Pilzen etwas tun. Und genau, das meinte ich mit, dass der Hund den Sinn darin erkennen kann. Also es macht einen Unterschied, wenn ich ohnehin die Wäsche sortiere und mein Hund dann sieht, so ich bin damit beschäftigt, für mich ist das sinnvoll und er kann mir dabei helfen. Oder ob ich meinen Hund wahllos Dinge von A nach B tragen lasse und es hat am Ende weder für mich noch für ihn eine Bedeutung gehabt und er wartet nur darauf, dass er belohnt wird. Aber die Tätigkeit an sich ergibt für ihn keinen Sinn. Genau, richtig. Also wenn dein Hund ein Feuerzeug sucht, dann musst du auch rauchen. Da muss ich auch rauchen, ja, das ist so. Ja. Ja. Das ist der Pflicht. Schöne Begründung. Okay, dann nochmal zurück zu den unterschiedlichen Formen der Ersatzjagd, die es so gibt. Also wir haben ja schon gehört von Reizangel, Treibball, eben eine Beschäftigung, wo nicht unmittelbar der Prey damit zum Einsatz kommt, aber es gibt ja auch noch Fährtenarbeit, Revieren, das ist Flächensuche, Markieren. Da fliegt ein Dummy auf Distanz und der Hund wird dann auf Distanz geschickt, um den zu suchen. Also es gibt ein ganz breites Spektrum, was man mit den Dummies alles so machen kann. Jetzt ist die Frage, euch ist ja die Pädagogik dahinter so wichtig, also dass etwas Sinnvolles damit getan wird und man nicht gegen seine erzieherischen Ziele arbeitet. Wie ist das genau mit der Reizangel? Steigert das nicht eigentlich die Lust aufs Hetzen oder wie muss man eine Reizangel einsetzen, damit das pädagogisch auch sinnvoll ist? Die Zeit wieder starten. So, die Reizangel. Also die Frage ja, ob das die Lust aufs Hetzen steigert, habe ich richtig verstanden. Ja. Ja, und also der Spaß mit der Reizangel kann natürlich die Lust aufs Hetzen noch mehr steigern. Das ist ja logisch. Wenn es Spaß macht, möchte der Hund eigentlich viel mehr es auch tun. Die Frage ist, wie hetze ich dann mit Hund und wie tue ich das mit welchem Hund? Also da muss man Unterschiede machen, weil man kann durchaus auch da in den Level kommen, wo der Hund immer mehr süchtig danach wird. Das heißt, der Hund kann sich nicht mehr zurückhalten. Ja, und deshalb sind A, die pädagogischen Teile darin wichtig und zum Zweiten auch wichtig, wie lange hetze ich denn jetzt mit welchem Hund? Ja, also der Hund sollte beim Hetzen nicht so viel Frust kriegen, wo sich immer mehr reinsteigert in die Geschichte. Wenn ich also so einen Hund habe, da habe ich kurze Hetzsequenzen, damit sich das nicht so festsetzt als Negativflow, sage ich mal so, über bestimmte Hormonausschüttungen, sondern der hat schnell einen Erfolg, dass dieses Gefühl kommt, ich habe es geschafft. Ja, aber dieser Schluss beim Hetzen unterbricht. Ja, und das andere wäre natürlich, wenn ich keine Regeln in der Hetzjagd habe, dann kann ich davon ausgehen, dass der Hund immer unkontrollierter wird. Ja, bedeutet, ich würde immer mit Abwarten anfangen. Ja, das kann sein in der ersten Phase mit dem Welpen, dass ich einfach mal loslege und dann im Tun immer mehr Pausen einbaue, dass der Hund warten lernt. Aber etwas mehr fortgeschritten, das fängt mit dem Welpen dann auch schon an, würde der Welpe warten, wenn ich auf Abstand gehe, den Beutel auswerfe, bis ich dann sage, jetzt geht es los. Ja? Also ich gebe das Signal zum Hetzen und ohne dieses Signal fängt es nie an. Ja? Jetzt könnte der Hund natürlich sagen, okay, ich warte nicht, jetzt starte ich mal durch. Und das würde aber dazu führen, dass ich die Angel anhebe, den Beutel in die Hand nehme und zurückbringe. Und der Hund hat gelernt, wenn ich ungefragt durchstarte, dann fängt es nicht an. Wenn mein Hund jetzt abwartet, bis ich dieses Signal gebe, da kommt ein anderes Gefühl, weil der Hund denkt, ah, geil, jetzt geht es los. Und dieses geile Gefühl, das hängt auch mit dem Abwarten zusammen. Also er hat gelernt, wenn ich abwarte, dann komme ich schneller in dieses Gefühl, was Spaß macht.
Und dadurch habe ich mehr Erfolg. Das heißt, der Hund wird selbstkontrollierter, wird auch immer mehr Frust und Stress daran dadurch, ja, weil er lernt, Dinge mehr auszuhalten. Ja, das wäre der pädagogische Teil dahinter. Und man wird sehen, dass dieser Hund immer mehr bei bewegten Reizen kontrollierbar ist, weil er kommt nicht in diesen Rausch, oder? Ja, ich sehe das genauso, dass das der wesentliche Punkt ist, um eine pädagogisch vernünftige Art mit dieser Hetzangel umzugehen. Das führt dazu, dass man tatsächlich unterwegs, wenn man im Wald unterwegs ist, ja, dann wird man mit bewegter Beute möglicherweise früher oder später konfrontiert. Ein Eichhörnchen über den Pfad, ein Hase auf die Wiese, was auch immer. Und das bedeutet, dass es wichtig ist, als Vorbereitung, wo man die erste Ausflüge im Wald macht, quasi zu gucken, kann ich selber als Mensch einen bewegten Reiz darstellen und mit diesen Bewegungen, die ich da für den Hund als interessante Reiz also einbaue, kann ich da dann tatsächlich auch schaffen, dass der Hund sich selber beherrschen kann, sich selber zurücknehmen kann. Nicht, weil ich sage, warte, ja, sondern weil ich einfach sage, okay, du, ja, du bist schon frühzeitig gestartet, dann fangen wir doch eigentlich mal von vorne an, ohne große Probleme. Und das bedeutet tatsächlich, dass ich Menschen eigentlich den Tipp auch mitgeben möchte, bitte fang bloß nicht an, ungeduldig zu werden, um den Hund Geduld beizubringen, weil das wäre ja pädagogischer Nonsens. Ja? Und das bedeutet, lebe Geduld vor und fang einfach wieder, auch wenn es zum 18. Mal ist, komplett neu an. Und dadurch lernt der Hund, okay, so klappt es nicht, was muss ich dann tun? Und weil er dann da sitzt und sich kratzt und denkt, oh, ich weiß nicht, wie es weitergeht, warte ich mal ab. Und dann hat man das Innere von sich aus gewählte, der Hund hat entschieden, ich warte mal ab, was jetzt passiert. Und nicht Fremdbeherrschung führt dazu, dass der Hund sich besser beherrschen kann. Leider meistens falsch trainiert. Ja? Das nennt man dann Grundgehorsamkeit. Und ich sage, das ist für den Hund aus seiner Perspektive grundlose Gehorsamkeit. Aber diese Selbstbeherrschung, ja, die wird dadurch zum Vorschein gekommen. Und ein wichtiger Hinweis noch, es wird ein Bedürfnis befriedigt dabei. Das heißt, man muss nicht auf die Idee kommen, der Hund jagt dann noch lieber Hasen und was weiß ich, die sich bewegen, sondern es wird ein Bedürfnis befriedigt und es wird kanalisiert in eine bestimmte Beute. Also es wird selektiert in eine bestimmte Beute, die man hetzt und andere, die man nicht hetzt. Ja. Ja, also die Gefahr, dass er wild hetzt, wird kleiner eigentlich. Okay. Darf ich noch eine Sache dazu sagen? Das möchte ich nämlich unterstreichen. Ja. Wenn man die jagdlichen Bedürfnisse von einem Hund, die er nun mal hat, befriedigt, hat man bessere Karten, dass er zwar natürlich noch immer Interesse hat und in Hase und Co., ja, aber da viel beherrschbarer ist, wo man sagen kann, nein, das jagen wir nicht. Wenn wir gemeinsam jagen, dann jagen wir das, aber das jagen wir nicht. Und damit würde ich unterstreichen, was du gesagt hast. Ja. Wenn man Spielregeln in die gemeinsame Jagd einbaut. Das führt uns zur nächsten Frage. Wir bleiben bei der Hetzangel und die Frage ist, wie baue ich Steh- bzw. Stopp zum Beispiel an der Reizangel auf? Da könnt ihr nochmal 5 Minuten ausholen jetzt. Ja, fange ich mal an. Also ich finde es wichtig, schon bei der Anfang, dass ein Hund zum Nachdenken gebracht wird bei der Hetzjagd. Und das bedeutet, ich halte extrem viel davon, wenn ein Hund erstmal suchen muss nach der Hetzangel, wo er ist oder der Beutel, die man dann an der Hetzangel machen kann, ja, wo die dann zu finden ist, wo das Seil ist, was man an der Angel machen sollte. Und dann diese Sache wie Puzzleteile zusammenfügen und dann kann der Hetzjagd losgehen. Und ein Stopp muss eigentlich auch erstmal in der Anfangsphase eine völlig natürliche, nicht sinnbefreite Sache sein. Weil ich sag mal, beim Wegrasen von der Hase, von der Futterbeutel an der Hetzangel, kann man sagen, fliegt auf einmal über einen Ast von einem Baum, wo der Hund nicht rankommen kann. Und wenn der Hund dann quasi von sich aus sagt, bemerkt, ich komme da nicht dran, dann sagt man Stopp, ja, komm mal eben zurück, ich guck mal, wie wir das lösen können. Und dann würde man den Hund absetzen und dann würde man das Problem lösen und dann könnte man danach wieder weitersetzen. Und das ist eigentlich auch da wieder ein kontextbezogenes Lernen, wo der Hund bemerkt, ah ja, ich komme nicht dran, aber ich lebe glücklicherweise mit den Trockennasenaffen zusammen und die können das viel besser als ich da so. Und das bedeutet, dass es sogar noch der Wert des Menschen steigert in diese gemeinsame Abenteuerjagdaufflug.
In diesem Sinne denke ich auch, ist das eine Form, wie man Stopp einbauen kann. Genau. Andere Formen könnte zum Beispiel auch auf die gleiche Weise passieren, die Jan gerade genannt hat. Nur mit dem Unterschied, die Angel hat eine fremde Person und ich stehe etwas auf Abstand und in eine ganz andere Richtung steht noch eine Person, die hat auch eine Angel. Und jetzt guckt mich mein Hund kurz an, ich rufe ihn weg von der ersten Angel und schicke ihn weiter zur nächsten Angel. Ja, das könnte Anfang sein, dass der Hund anfängt wegzudenken von dem, was er da gerade oben sieht. Also hängt nicht fest an der Angel, sondern er kann sich geistig lösen. Ist deshalb von mir auch wegrufbar. Das kann der Anfang von Stopp sein. Also das würde ich dann später etwas fortgeschrittener auch mit dem Signal Stopp einer bewegten Angel erreichen können, wenn er sich erstmal anfängt, sich mental von diesem Reiz zu lösen, weil das wäre die Voraussetzung. Also ein Hund, der beutegeil festhängt an diesem Objekt, was da oben hängt und nicht mehr wegkommen kann mental, den kann ich auch nicht beeinflussen. Das wäre eine wichtige Voraussetzung für das Signal Stopp und eine zusätzliche Variante. Genau. Und es gibt viele Hunde, die das von sich aus anbieten und wo wir Menschen komplett darüber hinweg weiterhetzen. Es gibt viele Hunde, die während der Hetzjagd, vor allem in der Anfangsphase, Hilfe fragen, weil die bemerken, oh, ich habe versucht, die Beute zu kriegen. Ja. Die Beute ist zu schnell für mich. Wie kann ich das jetzt tun? Dann kommt ein Blick Richtung Betriebsperson. Und diese Hunde, die stoppen quasi selber schon. Auch wenn die dabei noch leicht etwas gehen, ist das quasi schon etwas stoppen. Und das wäre der Moment, wo man sagt, okay, da könnte man das Signal Stopp hinzufügen und dann gemeinsam mit dem Hund von einer anderen Seite an die Dummy ranschleichen oder was auch immer, also langsam in die Richtung gehen und dann mit nochmal der Handgeste dafür sorgen, dass dann auch sichtlich der Hund Erfolg hat. Weil wenn Hunde erfahren haben, die Signale von meinen Menschen, die führen zu einer Verstärkung, Vergrößerung der Effizienz in der gemeinsamen Jagd. Ja, dann gäbe es keinen Grund, nicht auf die Signale zu reagieren. Und das ist das Erste, was passieren muss bei das Etablieren von einem Stoppsignal, dass du denkst, ja, das macht Sinn. Ja, das war gut. Und die meisten Menschen, die tun das leider mit einem Kunststückchen, ja, wo die dann die Angel hochnehmen und Stopp sagen. Ja, auch eine Möglichkeit, aber... Also der Hund erfährt eigentlich permanent nach Stopp kommt etwas, was ihm nützt. Ja. Ja, dass er dieses Signal auch hilfreich verknüpft. Genau. Also es bringt ihm auf jeden Fall einen Vorteil, wenn er stoppt. Ja, so sollte es sein, Ende der Lernphase. Okay. Dann gehen wir über zur nächsten Frage. Ich lese es mal vor, weil es ein bisschen längere Frage ist, aber trotzdem allgemein gültig ganz interessant. Meine Aussiehündin ist absolut begeistert vom Beuteln und Angeln und möchte dabei auch richtig Gas geben. Allerdings hat sie gerade eine Kreuzband-OP hinter sich und muss die nächsten 4 Wochen alles langsam und in Ruhe machen, was nicht ihrer Natur entspricht. Was könnt ihr für körperlich eingeschränkte Hunde empfehlen? Ja, das ist, da geht es quasi schon um Ergotherapie. Ja? Soll ich? Ja. Räumlichkeiten verkleinern, erstmal das. Ja, weil durchstarten auf eine große Fläche ist viel schneller gegeben als auf eine kleinere Fläche. Räumlichkeiten verkleinern. Sucharbeiten machen. Also sorgt dafür, dass die Dummies, die der Hund suchen darf, nicht zu sehen sind. Und dass der Hund nicht lernt, wie man meistens das leider falsch tut bei Pferdenarbeit, dass nur am Ende von der Pferde etwas zu finden ist. Sondern dass man quasi auch ein Pferd legen könnte, wo 2 oder 3 Dummies zu finden sind, damit der Hund nicht immer nur auf das Ende schon orientiert ist, weil dann fängt er auch an zu rasen auf diese Pferde. Und das bedeutet, dass man auch Fläche suchen kann. Die Räumlichkeiten beim Fläche suchen quasi verkleinern. Man kann anfangen mit so etwas wie tatsächlich auch ein langsames Anschleichen an der Hetzangel, aber das ist auch brenzlig, weil wenn die Kreuzbänder gerissen sind, muss man genau gucken, wie ist das mit der Oberfläche, hat es nicht geregnet, kann der Hund nicht rutschen.
Ich sag mal, so wie ich das quasi aufgebaut habe mit meinen Leonbergen, ich konnte das noch bis zum 13. Lebensjahr. Das war vorstehen quasi so und langsam anschleichen. Und ich habe immer gesehen, jetzt kommt gleich der Moment, von wo mein Hund sagt, Attacke. Und das habe ich dann schon vorweg genommen, habe gesagt, Attacke. Und der Angel hochgezogen, so dass der Beute im Maul flog. Aber wenn das bei einem energischen jungen Hund ist, dann wäre das vielleicht doch unter Forderung. Aber Sucharbeiten würde ich empfehlen, um das Tempo zu drosseln. Und ich würde raten, den Hund nicht zu schicken, sondern selber mitzusuchen. Also wenn der Hund sich zurücknehmen soll, und er ist gewohnt, durchzustarten, wenn man ihm das Signal gibt zum Suchen, dann wäre das ungünstig. Das heißt, ich würde ohne das Signal Such sogar arbeiten. Dann muss ich im Vorfeld verteilen über eine Fläche und dann mit Hund aus dem Auto steigen, direkt anfangen, direkt am Auto zu suchen, dass der Hund schon ein Augenmerk drauf kriegt, aha, mein Mensch sucht da. Das hat meistens zur Folge, dass der Hund nicht durchstartet, sondern sich am Menschen orientiert. Ja, und dadurch kann es eine ruhigere Suche werden, die möglicherweise dann in diesem Moment nicht zur Überforderung führt nach so einem Vorfall. Ja. Ja. Schwimmen wäre später, aber das passt jetzt nicht in die Jahreszeit, eine super Aktivität. Eigentlich wäre das natürlich super, wenn der Hund apportiert, also gerne apportiert und man in der Reha schon so weit ist, dass man wieder anfängt, die Muskulatur aufzubauen, dann wäre Schwimmen natürlich eine super Sache, was leider jetzt in der Jahreszeit nicht so gut passt. Jetzt ging es noch, aber ich weiß nicht, was jetzt Phase ist, wo der Hund sich drin befindet. Ist das gerade nach der OP, dann würde ich das nicht tun. Mhm. Ja. Und gemeinsam kuscheln in der Kuhle ist eine Aktivität und da passiert sozial sehr viel. Und wenn es ein Shepherd ist, der Shepherd kennzeichnet sich in eine nicht so gute Selbstregulatur meistens. Und das bedeutet, dass diese Zusammenliegen in einer Gemeinschaftskuhle eigentlich eine super gute Sache ist, den Hund runterfahren zu lassen und so weiter und sich auch spüren zu können am Körper von dem Besitzer oder der Besitzerin, weil auch das ist eine gemeinsame Aktivität. Und ja, natürlich kann man denken an Denkaufgaben, die man durchführen könnte mit bestimmten Geräten. Es gibt hier jemanden in der Schweiz, die baut, wo man auch den Futterbeutel verstecken kann. Aber es gibt dabei auch wieder zu beachten, dass bei diesen Geräten meistens Vorderpfotaktion extra verlangt wird und das führt dazu, dass wenn ich ein Vorderpfot wirklich benutzen muss, die Belastung auch bei der Hinterhand sich ändert und ich weiß nicht, ob das günstig ist, weil das hängt davon ab, was der Tierarzt sagt und da würde ich tatsächlich sagen, muss man die Begrenzung, die der Tierarzt anbringt, auch beachten. Ja. Okay. Habt ihr doch die 5 Minuten noch ganz gut füllen können. Okay, wir bleiben mal beim Thema Tierarzt beziehungsweise so körperliche, körperlich verursachte Verhaltensweisen. Ja, ein bisschen sperrige Überleitung, aber irgendwie musste ich ja zum nächsten Thema kommen. Und zwar ist die nächste Frage, würdet ihr empfehlen, einen Hund, in Klammern 2,5 Jahre alt, zu chippen, der grundsätzlich eher ein erhöhtes Stresslevel hat? Chippen wird gemeint chemische Kastration, ne? Ich schätze mal, damit ist die chemische Kastration. Ja, genau, da gehe ich von auf. Ich würde das nicht automatisch raten, weil ich würde erstmal wirklich eine Anamnese machen wollen, weil die erste Phase, die ich immer wichtig finde, ist, wie lebt der Hund? Was ist sein Sozialsystem? Wie wirkt das auf den Hund? Was wird getan mit dem Hund? Woher kommt diese Unsicherheit, etc., etc. Und dann würde ich wirklich gucken, so von, okay, wenn wir ein paar Aspekte in diesem Sozialsystem und das direkte Umfeld von Hund optimalisieren für den Hund, was tut sich dann bei dem Hund? Und das bedeutet, dass man wirklich sagen kann, dass chemische Kastration
erstmal auch sehr oft ist die Erfahrung und Verstärkung mit sich bringt von ein paar Phänomenen, wo es langsam weniger wird. Und wenn man quasi davon ausgehen würde, die chemische Kastration macht die Unruhe oder was auch immer, die Nervosität bei dem Hund weniger, die Unsicherheit, ist die Frage. Also die Unsicherheit steigert sich tatsächlich in die Pubertätsphase durch die sexuelle Reifung, ja, und kann tatsächlich ein Faktor sein von Unsicherheit. Und da spreche ich jetzt gegen das, was üblicherweise gesagt wird, wo man sagt, von einem Hund noch nicht kastrieren, weil er noch zu unsicher. Und meine Frage ist dann immer, wo drin muss er dann sicher werden? Erst dann, wenn er sich die Aufgabe gestellt hat, ein anderer männlicher Hund klein mit Hut zu machen und sich dann die Sicherheit erarbeitet hat, muss man ihn erst dann kastrieren? Nee, das macht keinen Sinn. Aber ich halte viel mehr davon, dass man in die Erziehung guckt, dass im Sozialsystem das Libido sich verstärkt bei einem Hund, die auch im Sozialsystem eine wichtige Rolle spielt. Wir hatten gerade einen Hund bei einer Frage, die zum Beispiel nicht ertragen kann, wenn die Person mit einer anderen Person redet. Das wäre ein Hund, die möglicherweise ein Risiko hat auf ein erhöhtes Libido. Und das erhöhte Libido führt zu einer Verstärkung der sexuellen Bedürfnisse. Das macht die Unsicherheit bei dem Hund noch viel größer. Ja? Das macht die Aufgabe noch viel klarer. Jetzt muss ich wohl, ich bin ja Mann oder was auch immer. Und das ist der Zusammenhang, den es sehr wohl geben kann. Dann wäre ein chemischer Kastration vielleicht eine Überlegung. Aber nochmals, ich finde, dass die Kastration nicht gesehen werden muss als die Lösung von Beziehungsproblemen. Das ist es nicht. Ja? Und die Beziehungsprobleme können Einfluss haben, aber wenn man die löst, auf das Libido. Und weil, wenn man die Beziehungsprobleme gelöst hat, das Libido geringer wird, kann es tatsächlich sein, dass Kastration völlig überflüssig ist. Das kann man im Vorfeld nicht sagen. Ja, muss ich nichts zufügen eigentlich. Ja. Also, kann man so stehen lassen, finde ich. Ich bin also kein Gegner von Kastration, sage ich nochmals. Ich bin kein Anhänger von Kastration. Ich bin Anhänger davon, zu verstehen, dass wenn ein Libido sich beim Hund extrem entwickelt hat und er keine Möglichkeiten hat, in das Umfeld, wo er wohnt, mit diesem Bedürfnis etwas zu tun und darunter leidet, dann finde ich, dass man etwas tun sollte, um das Leiden zu lindern. Weil wenn er so darunter leidet, dass er an nichts anderes mehr denken kann oder mit nichts anderes mehr beschäftigt ist, dann muss man auch verstehen, dass Sexualität ein Riesenversterker ist, wenn es geht um das Territorialverhalten. Weil ein Territorium versucht man freizuhalten von gleichgeschlechtlichen erwachsenen Artgenossen. Ja? Weil die sind ja quasi Sexualkonkurrenten. Und das bedeutet tatsächlich, dass es kein schönes Leben für den Hund dann ist. Und somit auch meistens für den Menschen nicht. Ja. Super. Wir bleiben beim Thema Sexualität. Die nächste Frage ist, worauf sollte man bei der Läufigkeit besonders achten? Jetzt geht es also um die Hündinnen. Ja, Östrogenen bestimmen auch einen riesen Teil vom Verhalten. Das bedeutet, im Gegenzug zu das, was früher immer gesagt worden ist, mit einer läufigen Hündin, die braucht viel Bewegung. Das ist nicht wahr. Sie zeigt zwar, dass sie gerne raus möchte, wenn sie quasi in ein Kloster lebt, wo es kein andere geschlechtliche Artgenossen gibt. Ja, dann lebt sie in einem Kloster und eigentlich möchte sie jetzt aufbrechen, weil sie möchte tatsächlich einen Partner haben. Aber am liebsten wäre es ihr, dass sie da nicht nachsuchen muss. Und das bedeutet, der Begriff Läufigkeit ist schon eigentlich eine normale Akzeptanz von einem pathologischen Phänomen, nämlich die sexuelle Frustration von einer Hündin, die die Tendenz hat, auf die Suche zu gehen nach einem potenziellen Sexualpartner. Und da kommt der Begriff Läufigkeit her, ja? Weil eigentlich wäre es normal in der Hitze, sie ist in der Hitze. Ja? Und das bedeutet, dass man eigentlich sagen kann, dass das Verhalten, wenn sie keinen Rüden an ihrer Seite hat, nochmals verstärkt werden kann, wenn es geht um tatsächlich genau diese Phase der Kontakt mit anderen Hündinnen. Und man muss bei bestimmten Hündinnen auch wirklich gucken, dass
in dieser Phase sie verstärkt negativ reagieren kann auf Welpen, die klar für sie fremde Welpen sind. Weil das ist auch ein Naturinstinkt. Fremde Welpen würden normalerweise Nahrungskonkurrenten sein für den potenziellen Eigennachwuchs. Ja? Und wir unterschätzen davon und denken, ja, der Hündin kann auch nicht wissen, quasi, dass sie jetzt Nachwuchs bekommen kann. Na, das ist die Frage, ja, ob das so ist. Das können wir nämlich nicht wissen. Ja? Das bedeutet trotzdem, dass diese Östrogenen so stark wirken können, dass bei dem Mangel an die Möglichkeit, Nachwuchs zu bekommen, so ein Hündin die Hausschuhe als Ersatzwelpe nimmt. Also es gibt eine riesige Projektionsmöglichkeit, bis hin, dass man quasi kleine Spielguthunde kaufen kann, die dann auch an die Zitzen gelegt werden und gedrückt werden. Und das ist reine Armut. Das ist ein Phänomen, was man auch bei der Tierart Mensch kennt. Ja. Und die zu Babyklau sogar führen kann. Ja. Und das bedeutet, dass es auch eine riesige Depressivität mit sich bringt. Ähnlich wie bei der Tierart Mensch, ja, wenn dann kein Kind kommt. Und das bedeutet tatsächlich auch, dass man die Läufigkeit als für eine Hündin viel weniger problematisch sieht, abhängig auch wiederum von der Sozialstruktur. Und ist sie tatsächlich nicht diejenige, die zuständig ist für alle wichtigen Entscheidungen, darf sie also quasi eher in einem doch etwas kindlichere Rolle bleiben, dann sieht man, dass die Läufigkeit weniger stark ausgeprägt ist. Und dann sieht man eigentlich auch, dass das Libido bei dieser Hündin nicht so stark ist, dass sie da sehr drunter leidet. Genau, ich würde eigentlich auch darauf achten, das zu unterstützen. Wie verhält sich die Hündin gerade mit anderen Hündinnen? Ja, und das, was der Jan schon gesagt hat, ist meine Beobachtung, dass es dann teilweise eher Abneigungen gibt, also mehr Konkurrenz. Und man kann auch beobachten, dass das insgesamt, also die Anwesenheit eigentlich dieser Hormone, auch zwischen anderen Hündinnen möglicherweise zu Konflikten führt. Also so Kontaktgruppen in der Hundeschule oder so will ich da natürlich meiden, auch andere Gruppen möglicherweise, weil es hat insgesamt Auswirkungen auf die Gruppe und Auswirkungen aufs Verhalten. Ja, und es gibt Hundeschulen, die sagen, naja, mein Hund, wenn ich einen Hund habe, dann bin ich da draußen, der kriegt auch läufige Hündinnen mit, der muss das auch lernen. Ich bin nicht gleicher Meinung. Ich finde, man muss mit diesem Thema da so sensibel umgehen, um nichts hervorzuholen, was man gar nicht haben will. Und vor allen Dingen, die Hündin denkt dann nicht eigentlich ans Laufen und mehr unterwegs sein, sondern die Hündin denkt viel mehr an Nestbau. Ja, ich kriege oft Berichte, dass die Hündin anhänglicher wird, dass sie auch zu Hause schon wirklich bildlich mit Nestbau beschäftigt ist. Und die hat möglicherweise den Kopf auch nicht frei wie früher für die Ersatzjagd, sondern es braucht möglicherweise mehr häusliche Nähe. Ja, das ist das, was ich aus Berichten häufig mitkriege. Und das würde ich berücksichtigen. Je nach Hündin natürlich muss man dann unterschiedlich auch ein bisschen gucken, wie ausgeprägt das ist. Ich würde noch einen wichtigen Punkt dazu sagen. Wenige mittelläufige Hündin unterwegs bedeutet, sie wird weniger belästigt durch sexuell frustrierte Rüden, ja, die ohne Ja und Aber draufspringen, quasi wie in Vergewaltigung. Ja, das ist schon wichtig, weil ich sage mal, diese Sexualität bei Hunden wird unterschätzt und auch die Wirkung, die es hat und auch diese Frustration, die Nichtmöglichkeit mit sich bringen kann, wird tierisch unterschätzt. Ja. Ja, absolut. Es sind eigentlich anderthalb Stunden schon vorbei. Wir hätten aber natürlich noch sehr, sehr viele sehr interessante Fragen. Hättet ihr noch Lust, ein bisschen weiterzumachen? Ja, wir machen noch weiter. Ein Stück machen wir noch. Ja. Sehr schön. Dann will ich mal überleiten zum Thema Mehrhundehaltung. Und die nächste Frage passt ganz gut eigentlich als Überleitung zwischen Sexualität und Mehrhundehaltung. Ich lese mal vor. Wie kann man am besten damit umgehen, wenn es innerhalb des eigenen Rudels zu aggressivem Verhalten kommt? Konkret gibt es oft zwischen einem pubertär größenwahnsinnigen Jungrüden und einem erwachsenen Rüden. Beide intakt, der Junghund wird in Kürze kastriert werden. Die Frage war aber, was kann ich tun, wenn es innerhalb der Gruppe zu aggressivem Verhalten kommt? Ja, da habe ich gerade auch ein Beispiel eigentlich doch kürzlich erlebt von drei Rüden, die zusammenleben. Ganz aktuell. Und da ist es so, dass der junge Pubertierende sich natürlich jetzt austestet
und guckt, wie weit kann ich bei den Erwachsenen eigentlich gehen. Und er hat sich natürlich auch von den Erwachsenen schon viel abgeguckt und versucht jetzt das Erwachsene auch nachzuahmen. Aber da geht es wirklich auch ein bisschen ans Eingemachte, wo man sieht, es gibt doch viele Spannungen oder hier und da mal Spannungen zwischen den Erwachsenen und den pubertierenden Rüden. Und es gipfelt jetzt auch in, dass der junge Mann doch drüber nachdenkt, mal ernster sich auseinanderzusetzen mit den Erwachsenen. Und wenn man jetzt fragt, was kann man da machen? Ich würde gucken, wie kann ich das Ganze begrenzen? Wie kann ich das also begleiten? Und eine gute Maßnahme wäre möglicherweise, wenn da Streithähne sind, wirklich auch körperlich zu trennen, aber nicht räumlich. Da wäre wieder dieses Zimmer im Zimmer nicht verkehrt, wo der junge Mann etwas weniger Rechte kriegt als der Erwachsene. Der kann sich freier bewegen. Aber man hat die Möglichkeit, dass sie nicht wirklich aneinander geraten müssen und denken, okay, hier ist ja ziemlich sicher, wir können es ja nicht hinkriegen. Dadurch kommt Entspannung. Ja, und die andere Seite wäre natürlich, dass man aktiv in diese Spannungen eingreift, also in kleine Provokationen von dem jungen Mann möglicherweise in dieser Phase eingreift, dass die ganze Situation erstmal runterkommt, bevor man das wieder zusammenführt, im Sinne von diese Begrenzung fällt dann später weg. Ja, das wäre für mich die richtige Begleitung, wenn es da so hochkocht. Ja, und ich habe da gesehen, da gibt es zum Beispiel bei der gemeinsamen Jagd so Szenen, wo dann Statements auf Beute gemacht wird, also wo der Alte sozusagen sagt, du gehst jetzt nicht an diesen Beutel, weil den nehme ich. Ja, und das ist auch ein Zeichen dafür, dass zwischen den zwei eine Dynamik da ist. Und dementsprechend muss man dann gucken, was tut man. Wenn man jetzt noch kleine Änderungen möglicherweise im häuslichen Ablauf hat, dann kann das schon so die Zünglein an der Waage sein, dass auch bei den Hunden sich was verändert und die Spannungen vielleicht sogar größer werden. Ja, aber ich würde wie in der besagten Sache vorgehen. Ich würde sagen, Cool-Down-Phase, also die Hunde kriegen nicht zu viel Möglichkeit, aneinander zu knallen, sondern kriegen Möglichkeit, sich strukturiert auszuhalten, damit die Hormone erstmal wieder runterkommen. Also, ich rate dringendst zur Anamnese, weil ich habe leider zu oft erfahren, wie das konkret in die Hose geht und man beide nicht mehr zusammen leben lassen kann, weil es eine Zumutung ist. Ich habe nicht nur das erlebt, ich habe wirklich auch erlebt, wie der eine Rüde der andere ausschaltet. Das hängt auch etwas von dem Kontext ab. Diese Fälle, wo ich darüber rede, war bei einer Züchterin, die zwei Rüden hatte, die beide für Deckzwecken eingesetzt werden. Und das ist natürlich, haben wir schon wieder die Sexualität und das kann extrem schlimme Folgen haben, wobei das bei Rüden weniger schnell endgültig Ende ist. Deswegen sage ich, ich rate dringend zur Anamnese, weil eben man muss wirklich gucken, was ist unsere Part als Mensch daran, dass es so entstanden ist. Weil man muss wirklich gucken, so von was tun wir in die Zukunft nicht mehr? Wodurch kann man das quasi vorbeugen? Und das hat absolut zu tun mit, habe ich Durchblick in die Kommunikation zwischen die beiden Hunde, die Dynamik, die du gerade so erwähnt hast. Ja. Habe ich Durchblick und tue ich etwas mit? Stehe ich über die Parteien oder bin ich nur Zuschauer? Und wenn ich über die Parteien stehe, dann kann ich tatsächlich, habe ich bessere Karten, dafür zu sorgen, dass die Rüden auch in der Zukunft miteinander zusammenleben können. Ja. Und deswegen sage ich, ich höre, dass geplant ist, dass die Jüngere vielleicht kastriert wird. Das muss man, ich würde sogar gucken, da würde ich sogar mit warten, um erst eine Anamnese zu machen, um zu gucken, welche von beiden würde man da kastrieren. Und vielleicht müssen beide nicht kastriert werden oder vielleicht müssen beide kastriert werden. Also das ist noch nicht klar und das wäre auch eine Distanzdiagnose, wo ich nur sage, ein wesentlicher Punkt für mich ist, wenn man dann bei mir kommen würde mit dieser Problematik, dann würde ich natürlich wissen wollen, wie leben die Hunde daheim und nicht nur, wie das Problem entstanden ist, sondern wie quasi werden im Haus Regeln gehandhabt. Also welche Freiheiten haben die Hunde oder welche... Mir aber doch wichtig, noch weiter darüber zu reden, welche Freiheiten haben die Hunde und inwieweit ist es so, dass die Menschen wirklich
die Erziehung von die Junghunde, die andere Hunde eher zu viel überlassen haben? Oder haben die Menschen die Erziehung von den Junghunde echt selber in der Hand genommen und klar gemacht zu die ältere Hunde, das ist unseres Kind der Neue und wir erziehen die und nicht du. Ja? Und das bedeutet, ist es so, dass man da Klarheiten hat, erst dann kann man natürlich auch endgültig Entscheidungen treffen. Aber klar, unsere Tipps nicht einfach umsetzen, sondern sich begleiten lassen. Ja, ich glaube, Thorsten, du bietest ja auch Online-Beratung an oder ansonsten gibt es auf der Natural Dogmanship-Webseite auch einen Reiter mit Netzwerk, wo ihr dann nach Postleitzahlen sortiert, Instruktoren findet und Instruktorinnen, die euch vor Ort begleiten können. Kann ich am Ende nochmal darauf hinweisen, zeige ich euch dann nochmal. Wir bleiben noch für eine Frage beim Thema Mehrhundehaltung und zwar: Was für Voraussetzungen gibt es denn, um einen neuen Hund dazu zu holen? Explizit auf zwei Dinge könnt ihr vielleicht nochmal eingehen, nämlich muss der erste Hund ein bestimmtes Alter haben, damit es Sinn ergibt, einen weiteren Hund dazu zu holen? Und wenn ich schon Hunde habe, einen Hund oder mehrere, und es da noch Probleme gibt, kann ich dann schon einen neuen Hund dazu nehmen oder ist es keine gute Idee? Das letzte ist eine gute Idee für die Hundeschule. da kann ein Hundeschule Geld mit verdienen. Deswegen würde ich davon abraten. Oder ist eine gute Idee, wenn man noch mehr Probleme haben kann, ja, das ist so. Und dann später Hundetrainer werden möchte, so wie ich. Ja, das wäre auch noch eine Option. Das kann zu neuen Entwicklungen führen. Das stimmt. Aber ich würde generell davon abraten, weil ich sage mal, die Voraussetzung, die Frage war, gibt es eine Voraussetzung, bevor ein zweiter Hund kommt? Ja, sage ich. Die Voraussetzung ist, dass der erste Hund erzogen ist. Und dass der Mensch eine gute Beziehung zum Hund haben und andersrum vor allem, der Hund eine gute Beziehung zum Mensch hat, sich also größtenteils an diesen Menschen orientiert. Dann ist es so, dass der junge Hund natürlich trotzdem auch von der alten Hund etwas kopieren wird. Was er nämlich sieht, ist die Beziehung, die dieser ältere Hund zu seinen Bezugspersonen, zu diesen Menschen hat. Und dann ist es so, dass für den jungen Hund klar wird, ach so, diese Menschen, die scheinen etwas auf dem Kasten zu haben, die haben etwas drauf, weil sonst würde kein Hund so sich an diese Menschen orientieren, so wie diese ältere Hunde tun. Und dann hat man natürlich einen Vorsprung. Bitte bring das nicht durcheinander mit die Tatsache, was ich soeben gesagt habe, wo die ältere Hunde den jungen Hund erziehen, weil das wäre falsch. Ja? Und das bedeutet, wenn ich zwei Hunde zu erziehen habe, ja, dann pro Mahlzeit, ja, und deswegen sage ich auch, es macht Sinn, dass eine echt erzogen ist und dann eine andere kommt. Und das ist der alte Unterschied, den es geben sollte. Ja. Ja. Das bedeutet, Alter ist der Hund jung erwachsen, dann ist es möglich. Ist der Hund sehr alt, wird es kritisch. Ja, dann muss man wirklich gucken, wie lange hat der Hund alleine gelebt. Und passt das tatsächlich dann noch für den älteren Hund, mit einem jüngeren Hund konfrontiert zu werden? Man muss nicht immer denken, dass es nicht passt, aber es macht Sinn zu gucken, wie dieser Hund auf einen zweiten Hund reagieren würde, bevor man selber einen zweiten Hund sich zulegt, indem man zum Beispiel mal Hundesitting macht für jemand anders und der Hund, der von jemand anders mal vorübergehend am Wochenende im Haus hat oder was auch immer. Dann gibt es natürlich noch einen sehr persönlichen Aspekt, nämlich die Beziehung zu diesem einen Hund. Aber der wesentliche Punkt ist, sieht man, dass der Hund möglicherweise der Einzelhund Interesse hat in der zweiten Hund, auf positive Weise eine Affinität zeigt, dann wäre das tatsächlich auch eine Entscheidung von dem Hund, möglicherweise etwas auf diese Weise, dass ein zweiter Hund dazukommen könnte. Aber es gibt echt ausgesprochene Einzelhunde, die ja, absolute Probleme haben, wenn der zweite Hund dazukommt. Und für diese Hunde kann das tatsächlich auch eine Verringerung der Lebensqualität sein. Ja. Wir hätten da noch eine kleine Zusatzfrage. Wir haben ja noch 2 Minuten. Und zwar, wie wäre es denn, wenn ein älterer Hund zu einem Jungen dazukommt? Ja, setzt voraus, dass der junge Hund auch erzogen ist. Weil ich sag mal, wenn man den älteren Hund im Haus holt, während der junge Hund am Pubertieren ist und null Respekt für den Mensch hat, ja, dann ist das für den älteren Hund sofort klar, dann muss ich da quasi die Sache im Griff haben.
Und dann könnte es so sein, dass der Erdrund die ersten 3 Monate kaum auffällt, aber schon längst im Kopf frustriert ist, dass keiner das so wirklich führt und keiner sich zuständig fühlt für irgendwelche Erziehungen. Und nach der ersten Besuchphase von so einem Elternhund, die dazu kommt, kann es dann sein, dass der Hund von einem Moment auf den anderen Moment sagt, so, jetzt reicht es und ab jetzt machen wir das mal so. Ja? Und dann sind die Menschen völlig überrascht. Ja, ich sehe da noch eine Thematik, weil wenn ich jetzt einen jungen Hund habe und es kommt ein Erwachsener zum Beispiel dazu, der Erwachsene fühlt sich erstmal in einer anderen Rolle, also in einer eher führenden Rolle für den Jungen. Ja, das heißt, es ist nicht normal, dass sich der Erwachsene dem Jungen unterordnet, aber der Erwachsene kommt dann eigentlich in das Haus des Jungen, also wo er Heimrechte hat. Und da braucht man wirklich eine gute Struktur, damit da nichts kippt, ja, weil der junge Mann ist möglicherweise rebellierend, oder die junge Dame, je nachdem, dem Erwachsenen gegenüber. Und der Erwachsene sagt, ja, das tut man auch nicht mit Erwachsenen. Und würde nicht verstehen, dass er kleine Brötchen backen muss. Deshalb muss das eine gute Struktur sein, finde ich. Geschlechtsunterschiede wäre da natürlich ein Vorteil, aber da kleben auch wieder Nachteile dran. Ja, also das muss man sagen, weil Geschlechtsunterschiede, jetzt ist die Zeit rum, Geschlechtsunterschiede geht meistens sehr gut und die denken, ja, jetzt brauche ich auch nicht mehr läufig zu werden, nur in der Hitze komme ich noch. Ja, weil ich habe jetzt meinen Partner daneben, ja, und dann brauche ich nicht mehr zu suchen nach einem Partner. Das kann natürlich super gut sein, aber sehr oft sieht man, dass der Mensch in solche Konstrukte, wenn die zwei zusammenkommen, dann eigentlich auch ja, so ein dritter Rad am Wagen sind oder höchstens ein gelungener Störsender. Und das ist nicht so gut. Ja. Okay, danke schön. Ich würde gerne noch 3 Fragen stellen, dann haben wir die 2 Stunden dann aber auch schon voll gemacht. Diese 3 Fragen, da kriege ich jetzt keine geschickten Überleitungen mehr hin. Das sind 3 völlig unterschiedliche Themen, die ich euch jetzt einfach so präsentiere und ihr macht was drauf. Okay, Thema alleine bleiben. Wie kann ich das aufbauen? A, bei einem jungen Hund und B, bei einem erwachsenen Hund. Muss ich da Unterschiede machen oder wie geht es grundsätzlich? Na, junge Hund, fangen wir mit dem jungen Hund an. Im Idealfall wäre das möglicherweise der Welpe, der mit 8 Wochen zu mir kommt. Und da würde ich erstmal vorschlagen, dass der Welpe erstmal die erste Zeit nicht alleine sein muss. Ja, dass man erstmal aufbaut, dass er sich im Haus wohlfühlt, dass er auch die Räumlichkeiten kennt, dass er eine Ruhezone auch hat, wie ich die beschrieben habe vorhin, möglicherweise so Zimmer, wo es sich als wohlfühlen kann. Und wenn diese Voraussetzungen da sind, da kann ich möglicherweise anfangen, auch mal kurz den Raum zu verlassen und nach der kurzen Zeit auch wieder reinzukommen, wo der Hund bemerkt, ach so, ich bin nicht lange alleine und er kommt auch immer wieder zurück. Ja, also das wären so erste Möglichkeiten. Ich könnte das Ganze noch ein bisschen verstärken, indem der Hund möglicherweise dann auch im Alleinesein mit etwas beschäftigt ist, was er mag. Also er hat möglicherweise was zum Knabbern, ein Stückchen Rinderkopfhaut oder sowas, wo er drauf rumknabbern kann. Und er ist also schon in gute Stimmung, ist kurz alleine und ich komme wieder zurück. Und dieses Alleinebleiben, das würde ich so Stück für Stück, Minütchen für Minütchen, eigentlich dann auch vergrößern. So lernt er in der jungen Phase schon mal kurz alleine im Raum zu sein. Wäre normal. Ja, und wie man das dann weiterführt, in welchen Abständen, muss man gucken, was kann der Hund da leisten. Ja, und wie lange kann der Hund aushalten? Aber meine Erfahrung ist, wenn man eine Viertelstunde aushalten kann, dann kann man auch schnell mal 1,5, 2 Stunden aushalten. Ohne Probleme, weil er ist es ja von jung auf graduell gewöhnt, dass das normal ist. Ja, aber die Basissicherheit erstmal zu schaffen, wäre für mich wichtig, dass man nicht sofort damit anfängt und der Hund denkt, oh, kacke, ich war noch nie alleine und jetzt bin ich es doch. Ja, weil der Welpe war noch nicht alleine, wenn ich ihn vom Züchter abhole. Und muss ich erstmal eigentlich im neuen Haus zurechtfinden. Ansonsten würde da doch sehr schlechte Erfahrungen machen direkt. Und später möglicherweise noch mehr Unsicherheiten und Ängste entwickeln beim Alleinebleiben. Und das gibt dann Stress,
wenn ich weggehe. Genau. Ja. Und bei diese minutenweise Aufbau kann man sogar kleinere Schritte noch machen, rein und raus. Mhm. Und das ist dann Sekunden, ein paar Sekunden höchstens. Weil eben die Sicherheit ist ein wesentlicher Punkt da. Mhm. Und auch da haben wir schon wieder diese Begrenzung, die du angesprochen hast. Das ist der Vorteil auch, von, wenn man quasi diese Begrenzung hat. Der Mensch verlässt mal den Raum, geht zur Toilette, kommt wieder zurück. Und wenn der Hund nicht dich überall im Haus hinterherlaufen kann, führt das automatisch dazu, dass er Momente alleine im Raum ist, noch nicht alleine im Haus. Ja, aber das wäre die erste Phase. Es führt automatisch dazu. Und das sollte man bei einem Erwachsenenhund ähnlich aufbauen. Weil eben, wenn ich einen Erwachsenen bei mir kriege und ich die Vorgeschichte nicht weiß, kann es eine traumatische Erfahrung sein und somit viele Male schwieriger sein als bei der Welpe, abhängig von die Erfahrungen, die der Hund gesammelt hat. Und ich sag mal, wenn ich irgendwo war und mich gut gefühlt habe in einem Sozialsystem aus dem Straßenhund und ich bin eigentlich von der Straße geflüchtet, ich bin in ein großes Massenlager gekommen, wo ich keine kenne, wo ich mich bedroht gefühlt habe und auf mich komplett alleine gestellt gefühlt habe. Jetzt bin ich hier bei diesen neuen Menschen. Ich habe noch nicht mit Menschen echt so direkt zusammengelebt. Ich fühle mich hier auch alleine. Jetzt gibt es nur diese Menschen. Und das ist das Einzige, was es noch gibt für mich. Und jetzt verlässt dieser Mensch verlässt das Haus. Und du bist das Einzige für mich. Und dann kann quasi da schon auch bei so einem Hund das Klammern so stark sein, dass dadurch erhebliche Probleme kommen. Und deswegen bei Tierheimhunden, die man bei sich aufnimmt, ist das so ein Punkt, wo man wirklich gucken muss, dass man das echt sorgfältig ganz kleine, mit kleinen Schritten aufbaut. Aber erstmal, sage ich mal, das Wohlfühlen garantieren wäre auch da die Voraussetzung, ja. Weil alles andere wäre nicht gut. Also wenn sich der Hund in der Situation nicht wohlfühlt, wo er lebt und muss dann alleine bleiben, dann kann er das schlecht leisten. Ja. Dazu gehört ein schlafender Hund nicht stören. Was schlafen bedeutet, ich fühle mich sicher, damit ich die Augen zu kann, machen kann und tief schlafen kann. Und das ist eine Äußerung von sich sicher fühlen, weil sonst kann man nicht tief schlafen. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, wenn man das schon schafft, in der Familie dafür zu sorgen, dass die Ecke, wo der Hund zur Ruhe kommt, absolut respektiert wird, das ist eine gute Voraussetzung für das Alleinebleiben. Ja. Okay, super. Ja, zum Thema Alleinebleiben gibt es auch einen ganz tollen Themenabend, Online-Themenabend in unserer Online-Bibliothek. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber da ist wirklich ganz ausführlich drauf eingegangen worden, was für Ursachen kann das haben, was muss man beachten bei einem Tierschutzhund, bei einem Welpen, bei einem Hund, der sehr selbstständig ist. Also ganz viele Facetten, was können Gründe sein und wie kann man es dann angehen. Also das ist meine Empfehlung hier schon mal an dieser Stelle. Gehen wir gleich aber nochmal drauf ein. Dann kommen wir zu einem Thema, was wir gar noch nicht so besprochen haben, und zwar das Autofahren. Und zwar ist die Frage, wo habe ich es hier? Achso, genau. Beim Anfahren, Beschleunigen und Bremsen im Auto oder in der Bahn bekommt der Hund Stress. Was kann man tun? Naja, das ist glücklicherweise eine andere Frage, als die ich sonst höre, wo Menschen sagen, mein Hund kann nicht Auto fahren, und dann sage ich immer, mein Hund auch nicht. Aber hier hat der Hund beim Autofahren des Menschen, wo der Mensch das Auto fährt, Probleme mit dem Fahrstil. Oder mit zu wenig Raum oder mit zu viel Raum. Und das bedeutet, eine gute Begrenzung im Auto, wo der Hund nicht zu viel hin und her geschleudert wird, ist schon mal ein wesentliche Sache, wo man darauf achten sollte, wie ist der auch im Auto untergebracht. Bei Bremsen und was auch immer kann natürlich das eine Rolle spielen. Es gibt natürlich andere Gründe. Wenn man irgendwo hinfährt und man bremst, dann ist für den Hund die Idee, oh, jetzt sind wir vor Ort und Stelle und jetzt gehen wir gleich aus dem Auto raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, fremde Umgebung. Oder? Genau das Gegenteil. Ah, wir sind da, ich kann das den Wald schon riechen, ja, und dann gibt es eine übersteigerte Erwartungshaltung. Und auch da komme ich dann wieder mit nur dieses kleine Symptom, was geschildert wird, eigentlich auf verschiedene mögliche Ursachen. Mhm. Der Fahrstil kann tatsächlich eine Rolle spielen.
Also ist man der Standard-BMW-Fahrer auf der Autobahn, dann bekommt das die meisten Hunde nicht so gut. Ja? Und das bedeutet, dass man zwar geil finden kann, solche gute Bremsen zu haben, aber der Hund, der möchte gerne, dass das gerade wieder läuft. Und das bedeutet, erstmal das Fahrziel anpassen. Dann muss man gucken, natürlich auch, gibt es diese übersteigerte Erwartungshaltung? Wo fahren wir hin? Ist es möglicherweise Unsicherheit, weil er denkt, oh, wir haben jetzt das sichere Terrain verlassen und wo man hinfährt, ist meistens irgendwo, wo ich mich nicht auskenne, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich bin so deswegen schon aufgeregt. Und diese Faktoren muss man eigentlich erst rausfiltern. Und das bedeutet tatsächlich, dass ich trotzdem im Allgemeinen einen Tipp geben kann, wenn man diese Ersatzjagd aufbaut und man parkt sein Auto auf einem Wanderparkplatz, dann, wenn es ein Problem mit dem Auto sein würde, bezieh dieses Auto im Suchgebiet. Der Hund ist quasi aus dem Auto und Menschen haben im Auto Dummies, Futterbeutel versteckt, die der Hund suchen darf. Ja? Sorgt dafür, dass dieses Auto auch eine sichere Stelle ist. Das bedeutet, wenn da tatsächlich eine potenzielle Bedrohung kommt, dann ist man in der Nähe von dem Auto und man schickt seinen Hund im Auto in die Sicherheit, in seinen Box, in seinen Autobox. Und man klärt das mit der Außenwelt. Dadurch wird dieses Auto eine sichere Stelle, wodurch der Hund sich da auch beruhigen könnte. So ein paar Aspekte kann man verallgemeinert sagen. Trotzdem? Ja, und mal noch ab von, wenn es dem Hund schlecht geht im Auto, habe ich noch ein Beispiel, wo der Hund eigentlich, das ist auch ein Thema in der Beziehung von einem Hund, der noch nicht lange da ist, der, sobald Frauchen das Auto verlässt und auf Abstand geht, anfängt zu bellen. Das heißt, da gibt es auch ein Sicherheitsproblem. Und ich habe geraten, das Abwarten vor der Jagd findet im Auto statt. Also dass man sich selbst kontrolliert und diese Begrenzung, die er nun mal hat im Auto, weil die Klappe ist zu, beziehungsweise die Box, die drin steht, ist natürlich auch zu, erstmal positiver zu akzentuieren. Und so würde ich auch teilweise vorgehen, wenn der Hund Angst im Auto hat oder Unsicherheiten, dass der Hund bemerkt, aha, hier zu warten, ruhig zu warten, das führt dazu, dass man ruhig Aktivitäten anfängt, die auch positiv sind. Das braucht etwas Zeit, also man kann dann nicht in 5 Minuten mit Hund in der Jagd sein, in der Aktivität, sondern es braucht Zeit, so lange zu warten, bis Hund echt richtig runterkommt, man dann ruhig anfangen kann, weil dadurch kann es die Positivität steigern und den Fokus so wegbringen von den Themen, die Stress machen. Ja, also in beiden Beispielen wäre das eine Möglichkeit, die es positiv verstärkt. Ja. Ja. Also autogene Training bleibt wichtig auch da. Also auch da tatsächlich wieder runterfahren können. Ne? Ja. Ja. Okay, super. Dann kommen wir zur letzten Frage. Jetzt habe ich euch so gespannt zugehört, dass ich die noch nicht an die Stelle gescrollt habe, wo sie steht. Ah ja, hier. Und zwar, Thema Hundebegegnung ist ja sonst eins, was wir ziemlich viel immer in den Webinaren vertreten haben, auch in den letzten Freischnauzerabenden sind Hundebegegnungen schon oft vorgekommen, deswegen habe ich das heute mal etwas zurückgestellt, aber eine Frage finde ich doch ganz interessant und die würde ich gerne zum Abschluss stellen. Und zwar, wie kann ich körpersprachlich erkennen, ob mein Hund bedroht wird, ob mein Hund einen anderen Hund bedroht an der Leine? Mein Rüde fängt jetzt mit gut einem Jahr an, andere Rüden anzuknurren. Wie kann ich ihm helfen und für ihn da sein in der Situation? Körpersprache, erstmal kann das sehr unterschiedlich sein. Und ich sage mal, jegliche Form von Drohen hat seinen Ursprung in, ich bin mir nicht sicher, ob der andere Hund mein territoriale Rechte respektiert. Und das muss ich jetzt mal versuchen sicherzustellen. Und eigentlich kann man somit sagen, alle Formen haben zu tun mit Unsicherheiten. Erstmal das. Das bedeutet, dass ein Hund körpersprachlich die Unsicherheit zeigt, indem er die Ohren nach hinten legt und die Rute eher nach unten tendiert, ja, die Wirbelsäule eher eine Krümmung zeigt, ja, nach unten, also so ein Buckelrücken kann man sagen,
Und bei einem anderen Hund zeigt die Unsicherheit komplett andersrum. Die Ohren komplett nach vorne, die Rute stramm hoch, die Wirbelsäule eher ein Hohlrücken quasi, stramm auf die Beine, er ist extrem am Imponieren. Auch das kommt durch Unsicherheit, weil er ist sich nämlich nicht sicher, ob der andere Hund sein Rechten respektiert. Und das bedeutet, das Anpöbeln von anderen Hunden unterwegs hat alles zu tun mit der Thematik Sicherheit. Da haben wir in der Anfangsphase von dem Abend einiges zu gesagt. Der wesentliche Punkt ist, wie kann ich meinen Hund jetzt auf die Stelle, wenn ich unterwegs bin und ich bemerke, der Hund gegenüber zeigt diese Spannung. Was kann ich dann tun? Ein wesentlicher Punkt ist umdrehen, sich entfernen von anderen Hund mit eigenem Hund. Weil dreht der eigene Hund mit, ist das eigentlich ein kommunikatives Signal für den anderen Hund, dass man selber mit seinem Hund keinen Konflikt haben möchte. Das bedeutet, auch der eigene Hund hat, ob er das möchte oder nicht, damit klar gemacht, dass er eigentlich keinen Konflikt haben möchte. Natürlich wäre es optimal, wenn der andere das auch verstehen würde und der andere Person das auch verstehen würde. Man vermeidet also ein frontale Begegnung, weil da kommt der Begriff Konfrontation her. Ja? Und das bedeutet tatsächlich, dass man eine frontale Begegnung meidet. Dann kann es sein, dass der andere Hund hinter einem herkommt und sich noch immer etwas aufregt, aber die Aufregung wird wahrscheinlich etwas weniger sein als bei der frontalen Situation. Der eigene Hund, auch da gleiche Mechanismus, der eigene Hund drückt sich möglicherweise, fixiert der andere Hund über die Brille auf diese Weise. Ja. Auch da würde man wegdrehen, weil das möchte man nicht unbedingt. Man möchte nicht unbedingt den anderen Hund profitieren. Und optimal wäre, dass man, wenn man so wegdreht, dass der Hund dann alleine ist, aber die Leine so lang gehalten wird, dass der Hund sich selber noch gerade so entscheiden kann, okay, du drehst dich weg, Frauchen oder Herrchen, dann komme ich mit dir mit. Weil dann hat man jedenfalls erarbeitet, dass er von sich aus wegdreht von der anderen Hund. Dann gibt es natürlich eine wesentliche Thematik, wie manage ich andere Aspekte in die Außenwelt. Ist es so, dass mein Hund immer als Erste bei neue Situationen ist? Ist er als Erste bei die Ecke? Ist er als Erste bei ein unüberschaubarer Gestrüpp, ja, um dahinter zu gucken? Dann habe ich von vornherein verloren. Ja, man muss eigentlich noch auf etwas weniger spektakuläre Sachen auch achten. Und vor allen Dingen auch in diesem Kontext immer beobachten, was tut mein Hund, was macht das mit meinem Hund. Also wenn der andere zum Beispiel entgegenkommt, schnüffelt und beim Schnüffeln guckt er auch so über die Brille, dann ist das ein klares Zeichen von, hör mal, das ist doch ein Gehört mir und du hast ja nicht so viel zu suchen. Ja, das würden viele nicht so mitkriegen, auch nicht so sehen. Und deshalb nichts damit anfangen, aber es ist schon ein Zeichen, dass der andere deine Richtung kommuniziert. Oder der andere Hund entgegenkommt, bleibt auch kurz stehen, pinkelt, guckt nach vorn in unsere Richtung. Das sind alles so Anzeichen, wo der andere schon sagt, ich würde auch hier einen Konflikt angehen. Ja, erstmal auf Abstand, um anzutesten, auch wie reagierst du da drauf, aber er macht eine klare Aussage. Ja, oder beim Gehen permanent den anderen nur im Auge haben, nur fixieren, egal jetzt in welcher Körperhaltung. Mach klar, ey, ich habe echt ein Thema mit denen, die da kommen. Und wenn mir so ein Hund entgegenkommt und guckt meinen Hund so an, dann weiß ich, ich brauche etwas Abstand vom Weg. Also entweder gehe ich etwas runter, weiche über eine Wiese oder ein Waldstück etwas aus oder ich drehe auch um, wenn das nicht geht. Aber das sind nur Anzeichen, da kommt es nicht spannungsfrei aneinander vorbei. Und ich möchte eigentlich gucken, wie komme ich so entspannt wie möglich dadurch. Ja, wie kann ich also große Spannung da vermeiden und meinen Hund auch klar machen, ich habe gesehen, was mit dem anderen los ist. Und ich manage das jetzt, weil dadurch kann die Sicherheit kommen, die mein Hund braucht, um mir in der Situation zu vertrauen. Das ist so ein schrittweiser Aufbau, wo ich zuverlässig werde. Und das beinhaltet, dass man versucht, auch Menschen so zu führen, dass man eigentlich davon ausgeht, mein Hund wäre ein Hundekind und das Muttertier und das Vatertier würden die Sicherheit gewährleisten. Und wenn es ein neues Gebiet gibt, was es zu betreten gibt, dann gibt es erstmal die erfahrenen ältere Tiere, die gucken, ob das Gebiet sicher ist für alle, die danach kommen.
Und das ist das Grundprinzip, was man handhaben sollte, auch wenn es geht um das Management von einem Hund unterwegs. Super. Ich würde jetzt mal dazu übergehen, euch unsere Online-Bibliothek zu zeigen und noch ein paar Hinweise darauf zu geben, wo ihr vielleicht mehr lernen könnt. Ihr seht hier die Online-Bibliothek, das ist webvorträge.natural-dogmanship.de. Heute, wie gesagt, gibt es noch 10% Rabatt, also wenn ihr euch heute Abend noch entscheidet, könnt ihr das noch vergünstigt buchen. Und wenn ihr da unter Bibliothek geht, dann seht ihr alle Vorträge, die es bisher gab. Da haben wir Themen zu den Entwicklungsphasen. Ja, wir hatten mehrere Fragen heute zu sehr jungen Hunden. Hier haben wir die zweiteilige Serie Mein Welpe zieht ein. Wie lege ich also einen guten Grundstein? Dann geht es weiter mit der Themenserie zu Junghunden. Das ist dann also so vor der Pubertät bis in die Pubertät. Hier gibt es noch einen Themenabend auch zur Pubertät und es gibt später übrigens auch, das hatten wir jetzt heute nicht das Thema, aber zum Thema ältere Hunde auch noch einen Vortrag. Muss ich mal gerade schauen, wo wir den haben. Ihr seht, es ist ganz schön viel los hier. Rüstig statt rostig. Also für alle Entwicklungsphasen gibt es mittlerweile Vorträge, wo ihr euch umschauen könnt. Dann gibt es für alle, die heute neu dabei sind und die ND kennenlernen wollen, Vortragsserien zum Thema ND. Da muss ich mich jetzt auch mal reinscrollen. Große Empfehlung zum Einstieg, der Vortrag Perspektivwechsel. Da geht es echt mal darum, wegzukommen von dem, wie wir klassischerweise lernen, über Hunde zu denken. Was möchte ich vom Hund und wie kriege ich jetzt das erwünschte Verhalten hin oder das unerwünschte weg? Hin dazu, aus Hundeperspektive zu denken, was möchte der Hund eigentlich von mir und wie kann ich für meinen Hund ein guter Partner werden. Hier haben wir übrigens die Freischnauze-Themenabende auch, die ihr kostenlos anschauen könnt. Aber ich gucke gerade nach den Serien. Genau, hier haben wir eine ND-Basisserie, wo die Grundpfeiler von ND eigentlich erklärt werden. Es sind 3 Themenabende, da geht es um Sicherheit bieten als Basis für eine gute Erziehung. Jagdverhalten, wir hatten es heute schon von der Ersatzjagd, also Futterbeutel. Jagdverhalten als Chance für die Erziehung nutzen und lehren, was dein Hund lernen möchte. Also wie bringe ich meinem Hund eigentlich bei, was ich möchte, aber was mein Hund auch lernen möchte. So, diese Themenabende kann man jeweils auch einzeln buchen, aber eben auch als Dreierserie. Es gibt dann noch weitere ND-Serien, wo es dann schon etwas tiefer geht. Gucken wir mal. Genau, das sind diese 3 zum Thema Führung. Es geht auch wieder um Sicherheit bieten, aber auch um Rollenverteilung und eben auch um das Thema Lernen und Beschäftigen. Also auch das ist eine Dreierserie. Genau, hier haben wir noch Themenabende zum Thema Kommunikation. Wir hatten ja gerade körpersprachlich, woran erkenne ich etwas? Also Kommunikation zwischen Mensch und Hund haben wir, aber auch Kommunikation zwischen Hund und Hund. Da muss ich gleich nochmal nach oben scrollen. Mehr Hundehaltung war ein Thema. Das gibt hier auch eine zweiteilige Online-Serie zum Thema, wie wähle ich den richtigen Hund aus, passend zu meinem ersten Hund und wie gestalte ich die Anfangszeit und was mache ich aber auch, wenn es schon Probleme gibt. So, genau, das war die zweite Serie, die ich hier zu ND genannt hatte, den Alltag mit Natural Dogmanship erleben. Dann hatten wir gesagt, Hundebegegnung ist immer ein großes Thema, das haben wir jetzt nur zum Schluss mal angesprochen, aber dazu gab es noch ein paar mehr Fragen und dazu gibt es natürlich auch Themenabende. Schauen wir mal, hier gibt es noch Themenserie zum Thema Futterbeuteljagd, wie fange ich das an, was sind die Grundregeln, was ist im Futterbeutel, wie viele Futterbeutel, wie oft Futterbeuteln und so weiter. Leinenführigkeit hatten wir gerade zum Schluss nochmal und genau, hier kommen wir zu den Serien über Hunde, Kontakte und Hundebegegnung. Also Hundebegegnung an der Leine einerseits, wie kommen wir da durch, aber auch Hundekontakte, also wenn die Hunde direkt miteinander interagieren, wie kann ich einschätzen, ist das noch Spiel oder ist das schon ernst? Das also mal körpersprachlich auch einzuschätzen. Diese Serien sind mit wahnsinnig viel Videomaterial unterlegt, also ihr lernt richtig anhand von ganz konkreten Videosequenzen das einzuschätzen. Ja, und hier gibt es Mensch-Hund im Gespräch noch, also zum Thema Kommunikation zwischen Mensch und Hund. Gut, und dann gibt es noch so ein paar einzelne Themen. Da hätten wir zum Beispiel Leinepöbeln, Jagen, Hyperaktivität. Da geht es ums Thema Impulskontrolle, war heute ja auch ein großes Thema. Also mein Hund bellt wahnsinnig viel, der kann sich nicht gut selber regulieren. Das passt zu diesem Themenabend. Ein Abend mit Jan und Robert Mehl, Neurobiologe. Benno allein zu Hause.
große Empfehlung von mir zum Thema alleine bleiben. Das ist wirklich wahnsinnig umfassend. Dann gibt es noch Vorträge über alle möglichen Rassen. Also wir haben Hüte-, Treib- und Herdenschutzhunde, wir haben Jagdhunde, sogar mehrere Specials noch zu dem Thema. Hier auch nochmal Hütehund-Special, weil das so die beliebten Rassen sind. Es gibt aber auch zum Thema anderer Rassen. Wir haben irgendwo noch, finde ich gerade nicht, aber auch noch zum Thema Herdenschutzhunde, Gesellschaftshunde und so weiter. Ihr findet eigentlich für alle Rassetypen hier ein Angebot. Genau. Bindung und Persönlichkeit, auch wieder ein Themenabend von Jan und Robert Mehl. Spiel zwischen Mensch und Hund. Ihr seht, also ich könnte noch ewig weitermachen. Es gibt wahnsinnig viele Vorträge in unserer Online-Bibliothek und auf alle bekommt ihr heute eben noch 10% Rabatt. So viel dazu. Und es sind aber nicht, also bei den Themenabenden, die wir schon haben, wird es nicht bleiben, sondern es kommen noch weitere hinzu. Jan ist ab und zu beim Kosmos Verlag als Referent auch tätig für Themenabende und zwar das nächste Mal am 2. November zum Thema rassespezifische Schwerpunkte in der Hundeerziehung. Auch dazu natürlich herzliche Einladung. Zu dem Thema gibt es übrigens auch ein ganzes Wochenendseminar online aufgezeichnet, auch in unserer Bibliothek. Dann gehen wir weiter im November und zwar am 23. und 30. November mit einer Online-Serie, Teil 1 mit Jan und Eva Maria Krämer zum Thema Warum ist mein Hund so? Problemverhalten beim Hund, Veranlagung und Erziehung. Eva Maria Krämer ist Expertin für Hunderassen, hat Bücher geschrieben über Hunderassen, auf der ganzen Welt Hunderassen kennengelernt und ihre Erfahrungen eben in Büchern festgehalten. Das heißt, im ersten Teil geht es darum, was ist Veranlagung, was bringt ein Hund von der Rasse vielleicht schon mit. Und im zweiten Teil, am 30.11., geht es dann mit Jan und Thorsten weiter zum Thema Erziehung. Also was mache ich jetzt mit den Problemen, die wir haben? Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich da noch was verändern? Herzliche Einladung. Und im Dezember widmen wir uns dem Thema Angst und Unsicherheit. Unsicherheit war ja auch heute ein großes Thema. Also wie kann ich meinem Hund helfen, wenn die Welt für ihn zu viel wird und er damit nicht umgehen kann? Auch ein Themenabend mit Jan und Thorsten. Herzliche Einladung zu all diesen Angeboten. Nicht vergessen die Rabattaktion und wir freuen uns natürlich über euer Feedback. Schreibt uns doch gerne eine E-Mail an info@natural-dogmanship.de. Hier ist es eingeblendet. Wir freuen uns total, wenn ihr uns schreibt, wie euch Freischnauze heute gefallen hat und auch zu welchen Themen ihr euch in Zukunft Angebote wünscht. Seien es Online-Angebote oder auch Live-Angebote vor Ort. Die findet ihr natürlich auch auf der Website www.natural-dogmanship.de. Und da freuen wir uns, wenn wir einbeziehen können, was euch interessiert. Also immer her mit eurem Feedback, da sind wir gespannt drauf. Gut, so viel von meiner Seite. Ich gucke einmal noch kurz in den Chat. Ach, ganz schön, da kriegen wir schon ein Feedback. Freischnauze war wie immer ein Highlight und sehr lehrreich. Das ist doch schön zu hören. Ja. Dann stoppe ich meine Freigabe und gebe nochmal das Wort an euch beide zurück. Bedanke mich schon mal für den schönen Abend und bis bald. Ja, ich bedanke mich für die vielen interessanten Fragen. Das hat uns die Gelegenheit gegeben, den Abend auch zu füllen. Und Freischnauze hat wie immer viel Spaß gemacht. Ja, ich schließe mich an. Ja. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich finde es auch immer spannend, weil wir tatsächlich nicht wissen, was auf uns zukommt, welche Fragen kommen. Übrigens, danke, Sarah, für deine Moderation und das Sortieren der unterschiedlichsten Fragen, die tatsächlich nicht so einfach zu kategorisieren waren. Ich hoffe, dass wir das öfters tun, und weil das ist für mich auch ein Abend genießen. Dankeschön dafür. Ja, vielen Dank. Ciao. Tschüss. Alan.